Hey, moin, moin. Moin. Hallo, bitte nicht ärgern, Oma, okay? Zeitumstellung, genau. Wir haben eigentlich 19 Uhr. Obwohl das erst heute Nacht passiert. Moin, moin. Heute machen wir Solo-RP-Gaming. Ich glaube, ist keiner da, aber ist egal. Wir machen schon was. Miras, vielen Dank für den Prime-Sub am 42. Was geht? Ich war gerade kurz noch in Diablo nebenbei drin. Und da ich da dann nicht streamen kann, habe ich nicht angemacht. Ich ärgere nie, doch ihr alle ärgert immer. Oh, ich habe Bauchschmerzen. Scharfe Essen gegessen heute. Hallo Marc. Hallo Swiss. Hallo Oma. Alina, Beutze. Max, Too Strong. Oh, das blitzt draußen. Pan, hallo. Passi, hallo. Wie findest du Diablo? Ich weiß noch nicht. Ich habe auf Englisch umgestellt. Das ist schon mal deutlich besser, weil man hat dann so, ne, Vertonungen von den Quests und so. Bin mir nur nicht sicher, ey. Bin mir nur nicht sicher. Hallo Simstone, Corporal, hallo. Io, hallo. Danke. Wirkt langsam noch. Und man kann ja auch nur bis Level 25 leveln. Mal gucken, wie es wird, mal gucken. Dauert ja eh noch 2 oder 3 Monate, glaube ich. Bis dort fertig released wird. So. Hallo Loco. Loco Schmucko Poco. Merhaba Wakan. Jetzt aber da. Ich weiß nicht, was ich hier für eine Playlist angemacht habe. Aus welchem Spiel war das nochmal? Hallo Harti, hallo John Schneemann. Wo Freunde? Ich habe keine Freunde. Mila hat heute keine Lust. Die will lieber Ding spielen. Rainbow Six. Und der Pinsel und so, die sind in Garry's Mod. Ich weiß nicht warum. Wir haben auf jeden Fall eine Aufgabe. Wir müssen nämlich die Karre mal heute tun gehen. Und Phobin, vielen lieben Dank für den Prime-Sub am 41. Vielleicht ist der Kuba ja da. Ach, Kuba sei schon. Cooper. Vielleicht ist der wenigstens gleich unterwegs, dann gucken wir mal, was man machen kann. Wenn nicht, dann. Ich weiß nicht, das Horrorspiel, vielleicht hat Mila darauf später Bock. 1, 2 Runden noch. Rainbow Six sehe ich dich ja auch. Nee, das ist überhaupt nicht meins. Hallo Wolverine. Ich kann keine Shooter mehr zocken. Bin zu alt dafür. Sag, wie es ist.
Hallo Weezy. Hab Hunger, aber kein Plan, was ich essen soll. Boah. Ich weiß auch nicht. Plant-based Nuggets habe ich letztes Mal gegessen. Bin total fasziniert davon. Von Burger King. Hab in a Sons of Frozen. Ach nee, Mann, langweilig. Hallo Space. Hallo Holy. Außerdem habe ich das schon deinstalliert. Ist doch Kacke. Hallo Ghost. Wie zu alt? Ich bin 41 und du zockst noch Shooter. Hallo Akuma. Ein paar Tage kommt ja dieses eine Spiel raus, Juri, was du mir geschickt hast. Aber ich meine, gestern RP und vorgestern hat der Spaß gemacht. Das ist nur das Problem, wenn die Leute heute nicht, also wenn die nicht reinkommen, ne? Ne, kein Dicking Burger. Du sollst ja auch kein Burger essen, sondern Plant-Based Chicken Nuggets, Alter. Die sind Killer, Junge. Smallland, genau. Hallo, Teddy. Sicher? Ne, ich bin zu alt. Ich kann das nicht mehr. Und Topsen, vielen lieben Dank für den Resub im 60. Monat, Alter. 5 Jahre, vielen lieben Dank. Und Precious, Dankeschön für den Resub am 25. Ich glaube, das TTT-Event geht bis 20.30 Uhr. Die Kicker bestimmt neue P. Ja, kommst du denn, Cooper? Dann ziehen wir zusammen los, gehen wir ein paar Drogen organisieren. Scheiß TTT, wie kann man so eine Rotze spielen, Alter? Wie viel Langeweile muss man haben? Hallo, McLovin. Geiler Hintergrund, erinnert mich sehr an meine Kindheit, die guten Alina Turtles. Ja, Mann. Den Wallpaper habe ich übrigens hochgeladen im Discord, falls den wer haben will. Also, wie geht's, Chef? Gut? Ich hoffe, euch auch. Ich muss gleich zu meinen Eltern, du hast ja kein Problem. Meter, nix Meter. Ist der Meisterpushen beim Teehändler mit dem Cooper, ja, Mann. Obwohl ich das am meisten hasse, wenn ich weiß, okay, kann sein, dass nichts abgeht, gehe ich jetzt trotzdem rein, ich scheiß drauf. Selbst wenn ich die ganze Zeit nur Quatsch-Gaming mit euch mache und ich niemanden treffe. Mit Steam starten. 5 Jahre schon, damals Tag und Nacht hier im Stream gelockt, 719 Love, Alter, ist so, danke. Also bei mir sind es 165 Stunden Langeweile. Scheiß Garry's Mod, Alter. Jedes Mal, wenn ich Garry's Mod gespielt habe, irgendwie Harry Potter, RP oder Star Wars oder so, zum Reinkicken, Alter, bin ich depressiv geworden, Junge. Was du da für Menschen triffst, das ist unglaublich. Wie cool ist das bitte? Ich starte jetzt Rage MP. Blitzlein, Dankeschön für den Primes am 27. Wollt nicht Curtis Podcast über was denn, Junge? Pommes tot, lohnt sich nicht mehr drüber zu reden. Oh, kurz Update runterladen von Sektor. 1 GB. Lohnt sich nicht mehr, Mann. Müssen wir doch nächste Season of Mastery Classic WoW spielen. Oder Final Fantasy 14 oder so. Doch bisschen OC-Beef starten wegen Pommes im Podcast. Mit wem denn, Junge? Damit gar keinen mehr Kontakt da. So ein Schwachsinn, Junge. So ein Schwachsinn. Classic Copium. Piss dich, Alter. Guild Wars 2 wäre doch eine Idee. Sag, der Sky hackt die ganze Zeit. Aber auch nicht, ne. Oder Kuba besuchen. Genau das werde ich auch tun, Oma. Nicht Kuba, aber ich werde Giffy und Leo besuchen gehen dann. Falls da gar nichts mehr gehen sollte. Immer ein bisschen in eine Gangpommes wieder. Kuba besuchen wäre zu krampf wegen Dings. Whitelistung. Lucky, wie Whitelist ist wie Dings, Alter. Bewerbungsgespräch für Job bei der Bank. Ja, oder Story Games, aber welche? Austauschstudent Curtis of Lucky, nee, Storyline, wenn dann. Gegen Pommes in 2023. Ja, wenn die gut gespielt sind, dann macht Spaß. Wo Longo, wie das heißt, was ist das denn? Tomb Raider, halt's Maul, Junge.
Ey, Swiss macht das. Spiel Elden Ring. Ja, damit du der Einzige bist, der hier noch zuguckt. Das ist wie wenn das Boot untergeht und ich hau extra noch Löcher rein, Alter. Elden Ring, Junge. Star Wars Jedi, Fallen Order. Ja, das wäre was vielleicht. Hallo, Linus. Google mal, Oma, google mal. Spiel Ungoro. Ich hab gehört, die Dinos dort sind krass. Hallo, Antichrist. Jawohl, das können wir lassen, scheiße. Gibt's bei Sway gerade für 5 Euro bei Steam, gehört. Das war den Elden Ring. Scheiß auf Elden Ring, Junge. Also ehrlich. Will ich nicht spielen. Ich habe bewiesen mit Hogwarts Legacy, dass ich bereit bin für Story Games, aber nicht das. Das gefällt mir nicht. Fallen Order auch gut. Ja, aber kommt da erst raus, oder? Junge, was ist Ni No Kuni, Alter? Ich muss doch schon wieder forschen. Was geht denn jetzt ab, Junge? Nein, Katze. Nein, Bagheera, nein. Nein. Grüße, Bergi, Grüße, Bauer. Guten Abend. Ist der erste Teil? Was geht ab, Necro? Ja, vielleicht Jedi Spiel. Aber mal gucken, ich will doch nicht hier den Teufel wieder an der Wand malen. Ich muss jetzt erstmal die Karre holen gehen. Alles klar, weg. Und dann gucken, ob der Bobby Baby 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 Bobby Bangs da ist, Alter. Immer schön Feuerwehr halten. Nein! Fallen Order ist echt gut. Der erste Teil? Ja, da müssen wir, bevor wir den zweiten spielen, den ersten spielen, ne? Was kostet denn der erste Teil? Bestimmt wieder 70 Euro, Alter. Ach so, der erste Teil kostet 5 Euro. Ja, okay. Nein, Bagheera. Och, Mann. Das ist ja, warum die miaut. Moment eben. Tür war zu. Mann, ich höre nicht zu. Ich habe nicht richtig gelesen, Alter. Ja, hol ich 5 Euro, hol ich, naja. Falls wir das spielen, wenn nicht, egal. 5 Euro sind nix. Aber ihr sagt es gut. Hallo, Haki. Hallo, The Art of War. Ja, sehr gut. Wichser. Morgen ist es Star Wars Pommes? Nein. Als Lösung, falls sie gar nichts mehr. Ihr hört auf mich zu hören, Junge.
bitte! Jetzt zock ich Fortnite und trink Cola! Mimu! Danke für den Resub Prime 850. Kuss, Kuss. Lüger! Und Niki Nick, dankeschön für den Prime Sub 24. 2 Jahre voll. Dankeschön. Gerne. Wie geht es dir, Memo? Wir zwingen dich schon, noch Variety-Streamer zu werden. Nicht dabei. Und Ruhrparteien, vielen Dank für den Prime Sub am 23. Auch noch einen Monat und 2 Jahre voll, ne? Mann, Mann, Mann. Hallo, David. Die Zeit vergeht echt schnell. Final Fantasy 14, let's go. Für die ersten beiden Expansionen muss nicht mein Sub sein. Ich weiß. Was mich an dem Spiel aber stört, an dem MMORPG, ist das Interface. Und es gibt keine Add-ons dafür. Ich finde das so schrecklich, Alter. Go stupid, go crazy. Bei Sparrow, Dankeschön für 25 Euro für Star Wars und eine Pizza. Star Wars hätte ich doch eh geholt. Und eine Pizza kostet kein 20, Junge. Dankeschön. Wisst ihr noch, damals gehört es der Ü30-Streamer. Hallo, ich muss mich konzentrieren. Ich muss Content suchen. Wir fahren jetzt erstmal hier so ein bisschen rum und gucken, was abgeht, Alter. Hallo, Tido. Die sind nicht mehr da. Die wurden alle gebannt. Oder sind die ausgereist? Heißt das einer? Man kann echt viel einstellen. Die meisten machen einfach nie Interface und rennen mit dem schlechten Default-Layout rum. Ich habe aber noch nie ein cooles Interface von Final Fantasy gesehen. Ich habe immer dieses Standard-Ding gesehen. Oh, Piep ist da. Da bist du komplett irre, du bist mir fast in die Karre gefahren, du Psychopath. Was soll ich dir sagen? Scheiße, wie kommst du denn hinter mir? Ja, warum das denn schon, Müller? Kann ich dir gar nicht beantworten, ich weiß doch auch nicht. Oh Gott, okay, bis später. Okay, bis später. Junge, Alter, ich sehe hier nichts anderes, außer dass der von Cops verfolgt wird. Hier wohnt anscheinend auch keiner mehr. Dein Leid. Der ist noch nicht da. So krass, 300 Leute mal da, aber man sieht die nicht. Das Ding ist halt, die Map ist groß. Es gibt MLOs so. Guck mal, gestern waren einfach 10 Leute beim Friseur. Dann, durch so weit werden die halt aus der Stadt rausgenommen. Depot Iceland. Ja, das hat es mir gezeigt. Also es gibt Monster, aber als Streamer etwas gefährlich, falls jemand einen am Kopf bekommt und euch meldet. Aber man kann echt viel einstellen, dass sie da zu voll oder einfach zu hässlich. Das ist einfach so. Oh, scheiße. Das ist einfach verdammt ugly, Alter. Das war nochmal Dying Light.
So, ne, hab ich gar keinen Bock, Alter, Kreis-EP. Ne, du hattest mir auf Pepo Eisnet gezeigt. Ich hole mal vorsichtshalber dieses Star Wars. Wenn nächsten Monat der neue Teil kommt, vielleicht können wir uns den dann direkt reinziehen. Aber wie gesagt, ich will den Teufel ja auch nicht an die Wand malen. Gestern, vorgestern war ja auch super lustig. Aber kann ich denn da einen Sith spielen oder muss ich ein Jedi sein? Bitte nichts los in der Pommes. Oder? Ist mir egal. Ich fahre hier rum und ich quatsch mit euch. Ist mir scheißegal. Da wird schon nachher irgendwas passieren gleich. Ja, gestern war auch mega nice. Hier eigentlich was Neues? Matt Kirby, vielen Dank für den Prime Sub am 18. Bist echt ein Top-Streamer und es macht einfach Spaß, dir zuzuschauen. Dankeschön. Okay, stimmt, schon etwas hässlich, aber man kann 70% ausblenden, weil im Grunde nur die Partyliste und die Minimap braucht. Aber haben die überhaupt, hat das Spiel überhaupt gar keinen Add-on-Support? Hallo, Blunt Mode. Nur motzen, wenn der einer meldet und die deinen Stream checken, RIP. Die kommen im Stream rein und benutzen das als Beweis. Oh Gott, hier sind voll am Donner. Ich fahr jetzt nach Taxi und dann rufe ich Pieper und ich sag, der soll mich abholen, Alter. Machen wir direkt Action-Scheiß drauf. Ja! Ja, brauchst du Hilfe, Piep? Wir sind gerade bei dem Schäppchen. Wo denn? Ballers Hood, alte Ballers Hood, mein neuer Hood. Ich bin Frontier Baller. Okay, ich komm rein. Okay, bis gleich. Bis gleich. Junge, der ist wahrscheinlich erst 5 Minuten drin, Alter. Überfallen hat. Okay, und der? Ja, ne, also hier im Stadt Los Santos in der Stadt Private Property, ne, ich habe nicht das die Pflicht auszusteigen. Ja, nee, ich möchte gerne sitzen bleiben. Fuck! Ich hab das Geld! Ja, steck doch rein! Stehen. Ich bin eingestiegen! Warte doch! Scheiße! Wer ist denn der hinter uns? Lass den Smoken im Wichser! Thank you.
Ja, was fahren die für eine Karre, Alter? Die geht ja voll ab. Oh Gott! Ne, die fährt sich so Schrott, Alter. Die ist nur am Rutschen. Jetzt sind sie weg. Ja? Warum hau dir ab? Wir dachten, du bist mehr Herausforderung als die Cops. Ja, wie? Ich bin euch gefolgt. Ach so. Ey, dann lass mal Taxi mit Euro treffen, ja? Ich kann es gleich. Bis gleich. Oh Gott. Oh Gott, Donner, das hier. Ein Klappe, Oma, das rutscht echt die ganze Zeit. Omi! Was machst du hier? Oh, Scheiße! Ja, wie schnell ist denn eure Kiste, Alter? Ja, ist ein normaler Club. Ja, ihr müsst mal den Komoda Breitbau fahren. Oh, der fährt so 270 oder so. 270? Jo. Alter! Den gibt's nur 5 Mal in der Stadt. Hast du den? Ja, der steht doch da. Bist du irgendwie blind? Ich weiß ja nicht, wie die aussehen. Ja, aber die Cops super schnell abgegangen. Ja. Oh. Zweite Verfolgungsjagd hatte ich schon. Wir bin hinbekommen. Was willst du mal im Besen, Oma? Ich wollte es Oma machen. Ach so. Wir müssen ihnen nur eine Glock besorgen. Eine Glock? Hab ich doch schon. Kai. Hab mir alles besorgt hier, ja? Willkommen heute die Uzi. Ich rufe mal das Tag an. Was? Wir bekommen heute die Uzi, ich hab die zur Reparatur gegeben. Die wollen oben noch so einen Rundpunkt drauf machen. Rundpunkt? Rundpunkt, ja. Was machen wir damit? Ja, wir töten jemanden heute Abend. Ja, das fand ich vollkommen ernst. Du lachst. Unser Leben macht keinen Sinn mehr. Lass einfach irgendeinen töten. Ja, eben. Jetzt, wo ich die Chance hab, kann ich so machen. Ist eh alles scheißegal. Komm, wir töten Pinsel. Sie können wir auch noch dazwischen schieben, aber wir müssen diesen einen Typen da, wie heißt der nochmal? Walkow. Wer war nochmal Walkow? Keine Ahnung. Ja, der ist Cop. Den wollen wir umbringen heute Abend. Alles klar, ich bin dabei. Skin. Hallo, Tacker. Ist Mila in der Nähe? Nähe? Du darfst mich nicht knutschen, du Wichser. Kann ich die Uzi einmal in die Hand nehmen und riechen dann? Darfst du haben, klar. Darf ich mich einmal in der reiben? Ja. Wir haben die gestern aber richtig gesmoked. Wo? Hast du gesehen, wie ich den Typen vom Kofferraum weggeknallt habe? Das hab ich gesehen. Der ist durch die Windschutzscheibe geflogen. Ich
Ich geh mal kurz einkaufen, ich komme sofort wieder. Ne? Omi, okay. Haben wir dich verletzt, Gaston? Ja, also Blobs bin ja, ja. Aber ich war jetzt nochmal beim Arzt. Ist alles soweit gut. Ach, sehr gut. Wir waren die Suchen, aber wir töten die Wichser. Ich war komplett krank gestern. Jo, das war richtig wild gestern Abend noch. Oh ja. Ich hab mich gefühlt wie so eine Heuschrecke. Von A nach B, überall Stress machen. Erst zum Sigi, der hat überhaupt gar nichts getan. Nee. 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 Der hat was gemacht. Was denn? Der hat doch gesagt, dass wir Strandverbot haben, oder ihr. Dann sind wir hingegangen, haben gesagt, die haben heute 24 Stunden Hochverbot. Nee, das hat der Bobo gesagt, das war aber eine Lüge. Oh, das war eine Lüge? Oh. Ja, der Bobo wollte nur Stress anzetteln. Naja, hat er geschafft. Ja. Was soll ich dir sagen? Hier läuft alles drunter und drüber. Ah, gestern einfach mal jetzt Stress mit allen angefangen. Wer wohnt in den Ranchos? Was wollen die? Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Irgendwie war gestern eine Schießerei gegen die und dann ping, ping, pow. Ja, Pipi, sag, wie es ist. Ich bin kein Doktor mehr. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Heute Abend töten wir jemanden. Ja, das ist Schritt 1. Dr. Chuck hat uns gefeuert, der Wichser. Echt? Ja. War ich 3 Wochen im Exil war. Scheiße. Was für ein Exil? Na, ich habe mich 3 Wochen versteckt in der Eastside. Oh, warum? Weil die Cops mich suchen, immer nur. Der hat auf den Kopf geschossen. Ja, ich habe einen Kopf abgesmoked, Wichser, Alter. Oh mein Gott, ich hatte sogar nur Zeit. Na klar, Kopfkiller. Ich hab übrigens das für euch gebacken. Was willst du? Schön. Ich hab eine schöne. Oh, danke. Ja. Mhm. Warum hast du denn die Socken so hoch? Bist du Mexikaner? Bist du ein Vato? Oh, danke. Hast du die bei uns zu Hause gebacken? Ja, klar. Oh, den Backofen hättest du nicht benutzen sollen. Wieso nicht? Mhm. Das hättest du nicht machen sollen. Warum schön. Denn nicht? Bitte schön. Oh, das sieht lecker aus. Da sind mit Mila ihre Fußnägel drin. Oh. Naja, dann ist extra Würze ist doch auch okay. Ich find okay. Ich find's okay. Ich bin froh, für die Schäste. Wieso habe ich auch einen perfekten Abnehmer gefunden? Omi, hast du noch mehr? Frag der Bohne, Dankeschön für die Primes am 22. Ja. Kuss. Riecht auch gut. Ja, Männer, lass meinen umbringen jetzt. Jo, Piep. Ja. Weißt du, was in der Tasche drin war? Oh, danke. Die wir rausgeholt haben? Was war da drin? 4 Uzis, 4 Tech-9s und ein Cantana. Geil! Ich wollte erst überlegen, abzuhauen damit. Scheiße. Aber dann habe ich mich nicht getraut. Aber warum? Scheiße. Curtis, du musst ein Macher werden. Ich muss ein Mann werden, ne? Was? Manuel? Was? 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 Was ist denn Manuel? Mann. Achso, Mann werden. Ja. Manuel. Ja, du musst ein Macher werden. Wie, was macht ein Macher? Manuel werden. Macher macht. Ja, aber ich schieß doch schon immer so. Eine knallt. Ja, das ist richtig. 200 K, das knallt. Flossen hoch, du Hurensohn. Jetzt penne ich dein Leben. Oioioi. Pendejo. Ja, ihr müsst bedenken, genau so. Piep war mal Rocker. Ja, ich bin Rocker gewesen. Ja, ich weiß, wir haben doch für dich gesöldnert. Wir haben doch die Atzen zerschossen. Stimmt, die Atzen, die Johannsöhne. Da war ich doch ganz oben auf dem Scoreboard. Stimmt. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, ja? Gibt's die Bobo noch? Keine Ahnung, kann ich dir gar nicht sagen. Habt ihr die Ballers gesmoked? Sind die alle tot? Ballers sind alle tot. Ja, Rippin' Pepperoni. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir nie wieder gesehen, nachdem wir Krieg mit denen hatten. Einfach die nächste Gang ausgelöscht. Na, wie sagst du so? Genau. Genau so. Ping, 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 ping. Und dann sagst du, Hände knallt. Hände knallt. Hände knallt, Hände knallt. Hände knallt. Also Hände hoch oder es knallt dauert zu lange, deshalb Hände knallt. Hände knallt. Ja. Dein Gegenüber darf keine Chance haben zu reagieren. Kein Ding. Hände knallt. Hände knallt, ping. Genau, Hände knallt. Genau so. Loslegen, okay. Ja. Was man ganz früher noch gemacht hat, in anderen Dings, wo ich herkomme, da hat man immer von 5 oder 6 runtergezählt und dann erst geschossen. Das gibt's aber mittlerweile auch nicht mehr. Das gibt's auch nicht mehr? Jo, wer bist du? Jo. Hände klein! Und dann schießt du sofort. Ja,
das habe ich ja schon mal drauf, ne? Das ist gut. Ja. Wir sollten dir so eine Shotgun in deinen Stock einbauen. Oh, das wäre super praktisch, ja. Schießen wir halt auf Cops. Die sind voll nett. Ich habe die vorhin kennengelernt, ein paar. Eine Französin. Die war freundlich. Was ist denn aus mir geworden? Ich bin hierher gekommen und war, ich war Fotograf. Für Tok Tok. Dann war ich im Krankenhaus. Und jetzt guck mich an. Jetzt bist du Gangster. Ja, sieht aus wie ein Gangbanger. Sieht aus wie einer, der Drill Rap macht. Ist ja nicht ein bisschen warm, Alter. Sag mal. Was? Ist ja nicht ein bisschen warm. Ne, warum? Aber du ja mit deiner Downjacke und deinem Das sind Schal. Keine echten Gänsefedern. Ah. Da sind Aldi-Tüten drin. Lass mal was machen, Leute. Ja, lass mal was machen. Lass mal Macher werden. Was ist denn da am Park? Oh. Ist irgendwas abgesperrt? Ja, da ist morgen irgendwie dicke Paletti-Party. Ja, das soll ja sollen wir die mal überfallen? Dicke Paletti, ich weiß nicht wen. Nachdem wie viele Leute da sind, die sagt ja nicht, wenn das zu viele sind, da habe ich da gar keine Lust drauf. Am Ende sieht man wieder, so viele Leute sind da, dass man wieder gar keinen sieht. Von denen, den man kennt. Du mal Bullagan. Das ist ein süßes Auto. Das ist der Tanger. Der Bagger. Warum trinken der Rot? Weil wieder die Ranchos ausgerufen wurden. Hattest du nicht gestern nur eine Glatze? Ich bin Friseur, ich hab ja Rücken zu Hause. So. Und dann so? Ja, willst du auch einen Keks haben? Auch wenn du so fragst, ne? Ja, na klar. Doch genug gemacht. Sehr schön. Sind das Hasch-Cookies? Danke dir. Ich hab kein Hasch gehabt, ne. Aber musst du Pinsel fragen. Kann ich auch mal Hasch-Cookies machen? Na klar. Ja, noch ein bisschen was. Oh, ich bin himmelig, lass den mal starten. Ja, ich hatte jetzt eigentlich auf ein paar ehrenlose Clubschäppchen gehofft, aber... Und warum will er jetzt einen Kopf umbringen? Weiß nicht. Na, frag ihn doch. Ist Kopftöter Samstag. Töten. Ach so. Oh Gott. Hat den Töter. Oh ja. Stimmt, heute ist der letzte Samstag im Monat. Ne? Ja, richtig. Ja. Oh, geht immer danach, ne? War was Besonderes, ja? Ja. Ist wie morgen, ne? Geiselnahme Sonntag. Ich zieh mein Jacke jetzt aus. Oh, hier wird nur noch rumgemimt, Alter. Das wird ja immer schlimmer. 13,3 Grad, kann man noch eine Jacke ausziehen. Ja, ich friere auch noch ein bisschen, ne? Bagger halt Maul! Ich sag doch nichts. Steht mir das? Sieht hübsch aus. Ja. Ach, du kannst alles tragen, ne? Danke. Aber ich bin trotzdem noch verheiratet, du Schweinepriester. Das ist ein Grund oder auch kein Hindernis, ne? Ja, sag mir deine Nummer, Oma. Warte. Was weiß denn ich? 9. Ja. 5. Ja. 3. Ja. 0. Ja. 4. Ja. 6. Ja. Super. 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 I call you on the cell phone. Hallo! Wer ist da? Am Telefon klingst du noch schrecklicher. Das war so ein Enkeltrick schon wieder hier. Ja, wer ist das? Das ist bestimmt der Bullock. Ja, irgendwelche von euch hatten gestern so richtig coole Masken. So LED-Masken. Ja. Wo gibt's die? Ich will auch eine. Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, unten am Strand. Bist du ein Lügner oder sagst du Wahrheit? Ich glaube unten am Strand, ich weiß es nicht. Jo, ich bin gerade am Telefon, ich bin sofort da. Ja, piep ein Wort und strick ab! Gottes Willen! Schatzfeuer, 1099! Ganz ruhig bleiben, Sir, was wollen Sie?
Was macht ihr hier in Torf? Habt ihr nicht die brennende Mülltonne gesehen? Dürft ihr nicht reinfahren? Nee, die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Könnt ihr mir die mal zeigen? Nee. Das tut mir sehr, sehr leid, Sir. Seid ihr Cops oder wer seid ihr? Du voll vor. Oh, fuck. Ich ziehe nur mit meinem Finger, ne? So, was ist hier los? Wieso macht... Was ist denn hier schon wieder los? Man kommt hier einmal vorbei direkt. Erstmal hier irgendwelche Leute mit einer Fingerpistole. Herrgott, nochmal. Ich weiß nicht. Ja, ausnahmsweise. Wir haben eine Oma geklaut. Warum klaut ihr denn Oma? Die stand am Hals. Okay, okay, ergebe mich. Sehen. Wow. Ja. Ich sag, beruhigen Sie sich. Scheiße, oh, die Polizistin, die ich vorhin kennengelernt habe, die ist lieb. Schickes Auto haben Sie. Haha, ja, okay, Piep, denk nicht meinem Traum mit drüber nach. Ne? Ich hau dir heute auf die Schnauze, ja, wenn du mein Auto anfässt. Ich sag dir das. Das ist ein Pflaster, das muss lang sein. Scheiße, Leute, ihr könnt doch nicht jedes Mal unsere Karre klauen. Irgendwann werden wir gekündigt. Das Auto ist offen. Ui, ui. Mach's an. Ich hab ein Laserschwert. Oh Gott, ist ja okay. Ist ja okay. Ich war besser als ihr alle. Ich war. Wir hören uns heute. Schwanz. Irgendwann werden wir gekündigt, sagt ihr das. Ich hab immer noch ein Laserschwert. Weil wir diejenigen sind, die am meisten ihre Streife verlieren. Habt ihr jetzt nicht eigentlich Punkten, dass euch die Karre geklaut wurde? Nö. Ich verprügel euch jetzt einfach, bis wir die zurückkriegen. Das wird einfacher. Das wird ein Laserschwert. Mhm. Sagt, ihr dürft mich nicht verprügeln, ich muss auf Oma aufpassen. Den Schießstock. Ich hab den Schießstock. Scheiße! Ich hab den größeren. Wie cool ist das bitte? Ich geb Rücken. Okay. Also meine macht keine Geräusche, verdammt. Oh Mann. Oh. Ja, von Tucker vibriert sogar. Oh ja. Ich mach keine Geräusche. Das ist keine Doha-Arbeit. Oh, also doch, das oh ist Gott. Doha-Arbeit. Die ist Schluss wichtig. Gehabt. Moment, wieder anmachen hier. Das ist wirklich wichtig. Der ist erst auf Stufe 4 von 15. Mhm. Ab 14. Was ist denn da drauf? Geschicklichkeit oder Intelligenz? Sicherlich nicht, nein. Uli Bär, vielen Dank für die Primes ab 58. Monat. Es geht. Ja, der hat sogar keine Crit-Chance. Plus Unterrüstung, oder? Ja. Und einen sofortigen Magna-Burn. Großartig. Oh Gott. Nein. Zeit für Ruhe. Was passiert hier? Ich weiß es nicht mehr. Die Stadt ist jeder hier auf Crack. Ja, und wer hat jetzt gewonnen? Das ja, ist doch immer das Allerwichtigste. Ne? Das ist doch, ja, wollte ich gerade sagen, das ist doch essentiell, ne? Wir haben gewonnen, ja, richtig, wie immer. Richtig. Sehr gut, das ist wichtig. Aber Bullock braucht ja auch mal irgendwie was, wo er drin gewinnt. Warte mal, Bullock, ne? Wann bist du wieder im PD? Oh, der hat mich gedonobolt. Oh. Aber steht da öffentlicher Parkplatz? Ich weiß nicht, ob da öffentlicher Parkplatz steht. Oh, wir rufen mal einen Abschlepper, ne? Boah, da kommt die schönste... Mal einen TÜV anrufen. Auto. Wie kann man die Karre so versauen? Keine Ahnung. Ja. Oh, ich glaube, da kommt gleich Piep irgendwo. Fisch. Ach, ich dachte, da kommt er. LCPD! LSPD meine ich natürlich. Viel Spaß! Ach, den ist ja jetzt doch wieder. Ja, hat sich gerade die Hose so hochgezogen. Ja, ja. Ja, hat sich so angehört, ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank, wünsche ich. Ja, ja, war was? Wirklich sehr gut. Lässt sich das echt gut fahren? Ja, ja, lässt sich ja, echt gut fahren. Ja, das kannst du später vielleicht nochmal ausprobieren, ne? Ja, Bullock, riech mal am Schaltknüppel. Ja, ich nie im Leben dran. Kriegst du den, da will ich nicht. Nachdem Piep damit gefahren ist, musst du am Schaltknüppel riechen. Warte mal, ja, oder? Ja, riech mal dran. Ja. Weißt du noch, was das riecht? Nach Kaka. Gottes Willen. Wenn sie das versaut haben, können sie das erst mal putzen jetzt. Au revoir. Machen Sie es gut. Adi, yalla.
Gottes Willen. Jetzt stinkt runter von meinem Rasen. Natürlich, Sir, der Herr. Wir fahren sofort runter. Das ist doch gar kein Geländewagen, der Herr. Das Loch. Können wir den auch umbringen? Weiß nicht, der hat schon so schon viel verloren. Oma, hast du jetzt schon eine Knarre? Von wem hast du die? Yo, chill. Hier hab ich Waffen angekauft. Hast du einen Waffenschein? Ja. Pinsel mal die, der Gangster hat einen Waffenschein. Weißt du, ich hab mir einen geholt. Sollen wir Leute befallen? Ja. Können wir machen. Ja, klar. Mit welcher Karre? Haben wir noch einen Bison? Wir haben noch einen Granger. Ich bin drin, Shotgun. Ein Fahrer. Ich kann die ablenken und dann kommt ihr und dann könnt ihr die ausrauben. Gölles, ich würde mal die Karre wegparken. Kai. Warte, was ist mit Tucker? Weiß nicht. Der kann noch kacken. Wir können kurz warten. Ganz kurz. Kurz. Und wer hat jetzt Taxi übernommen? Ich. Okay, und was ist mit Sandro und so? Ja, die haben Flieger genommen. Alter, die sind weg. Ja. Also Sandro hat mir eine SMS geschrieben, er nimmt einen Flieger. Hallo, und die Magic. Anderen sind dann mit hinterher. Und die anderen auch, Kefka und so? Wer? Na, Jörg und Kefka. Und alle anderen? Nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, die schlafen immer noch unter irgendeiner Brücke. Wie cool ist das bitte? Und Magic, danke schön für den Five-Star im 12. ein ganzes Jahr. Vielen lieben Dank. Aber das ist doch eine Feuerwehrstation. Ja, haben wir umfunktioniert. Ah. Hast du aber auch die Schläuche hier gesehen? Was? Hast du die Clubs hinten auf dem Hof gesehen? Weiß nicht, glaub schon. Vorne, Shotgun. Ach, wirklich doch. Naja, ich wollte ihn nur sagen, ich kann vielleicht nächstes, also dieses Wochenende mit so Dings, wo wir uns treffen, so für Ostern und so. Da habe ich vielleicht schon was anderes vor, ob wir das vielleicht, Tag vorher machen können oder so. Was machen wir jetzt? Wir gehen Leute befahren. Ja, meine ich, ja. Ich würde dich Leute überfahren. Nein, überfallen. So. ja, aber ich bin ja nicht da. Ja, das komplette Osterwochenende. Wie, jetzt bald ist Ostern? Ja, nur nächste Woche. Ich reise mit Jacqueline nach Deutschland. Almanien. Was ist denn hier eigentlich? Weiß ich nicht, wollte ich gerade durchfahren und da steht doch eine Bühne. Scheiße. Wir können uns was anderes ausdenken. Was kriegen wir hin, Frau Cortez? Und wenn wir es zu Weihnachten machen, ganz sicher. Ja. Verabredet euch für Kniegelknack. Gott. Okay. Freitag bin ich auf dem Weg nach Deutschland. Ja. Ich dachte, wir besuchen Mai jetzt. Ich wollte gerade sagen, wir besuchen doch Miles. Hey, das muss ich doch nicht wissen, dass wir woanders hingehen. Wir besuchen auch Miles. Frau Cortez, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir melden uns einfach nochmal, ja? Ja, ich melde Sie aus der Staatsanwaltschaft, klar. Jerome, danke schön für den Brief am 43. Oh mein Gott, ich bin voller Marsch, sag ich euch. Warum? Naja, ich habe Strafe bekommen, musste das absitzen im PD. Ich muss ein Osterhasenkostüm tragen und Schokolade verschenken. Zu Ostern! Wie cool ist das bitte? Und Kio, danke schön für den Prime 10. Okay, was geht jetzt ab? Suchen wir Leute? Das Ding möchte Wichser überfallen.
Ich fahre die Hotspots ab. Am besten erstmal hier bei diesem Irish Pub. Ja, was ist denn hier? War das Casino auf? Da ist doch einer. Nee, du kannst hier Büro. Okay. Der fährt eine dicke Karre. Ich sag doch halt die ausgebremst, Leute. Entschuldigen Sie, der Herr. Da! Aussteigen! Machen Sie einen in die Höhe! Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Ach so? Ja? Haben Sie $10 dabei? Du Wichser! Du Wichser! Ja klar, wem soll ich die geben? Die Mann da vorne! Mir! Ja, okay, ja. Halt die Kohle raus! Du willst sie natürlich umbringen! Ich mit der Uzi! Oh Gott, oh Gott. Wenn du die Hände runter nimmst, verpasse ich den Ding! Ich muss ja jetzt in meine Tasche greifen, ne? Du holst jetzt das Geld ohne deine Hände aus der Tasche. Okay, nämlich die Hand runter, du Wichser. Bitte schön, wie viel ist das? Zähl das. Oh Gott. Zähl schon! Kannst du zählen? Ja, ich. Also, zähl langsam, ich kann kein Mathe. Ein 10-Dollar-Schein, noch ein 10-Dollar-Schein. Wie viel ist das? Noch ein 50-Dollar-Schein. Was fährst du für eine Karre? Noch ein 10, das ist nicht mein Auto, das. Den gehört die. Das ist dein Auto! Fick deine Bekannten! Oh Gott. Scheiße! Oh Gott. Komm mit, ich weiß vielleicht, wo man die verticken kann. RB, danke schön für die Grüße am 38. So ein Chop-Shop wäre echt nice. Fisch. Ja, aber dann machen wir das morgen oder so, ne? Ja, klar, ne? Ab wann bist du da, hast du gesagt? Ja, ruf mich dann an, ne? Alles klar, auch rein, ne? Jo, ja. Boss. Ja, was gibt's denn, Junge? Jo, Boss. Ich hab hier eine super Karre zu verkaufen. Kauf dir Autos an? Fahr mal oben zur Güteklasse.
Du, Bo. Güteklasse, La Fuente Blanca. Was soll ich denn da? Ja, die haben einen Autohandel. Güteklasse, hinten am Hof. Ja, aber das Ding ist heiß. Ja, ja, der Laden auch, ne? Dein Laden ist heiß. Ja, fahr da mal hin, ne? Die machen heute Export. Und ihr nicht? Ja, wir nicht, ne? Scheiße, Mann. Wir sind ja eine ganz normale Werkstatt hier, ne? Okay. Ja, klar, ne? Mach's gut, fahr mal hoch, ne? Ja, weißt du, was das? Ja, ja, werd schon finden. Jo, ein, ne? Ja, komm, $200, ich lass die stehen. Die Scheißkiste hier? $150, okay? Komm, ich pack 90. dir die hin. 85. 90. Ne, 60. 55 und ich warum parke steigt dir der Typ da jetzt ein hier? Was ist denn mit dem? Ja, das ist mein Auto hier. Ich hab das für... Oh, scheiße, hey, okay. Junge, ich hab das gekauft für $50. Ich parke die hinten, okay? $55. Das, ne? Ja, okay. Da so, seht so, ne? Warte mal. Schlüssel, der Schlüssel steckt, Chef. Ja, ja, pass auf, mach $75, ne? Jo. Alles klar, hau rein, ne? Bis dann, ne? Jo, danke. Leiche ist weg. Und Jungs, ihr habt hier nichts gesehen. Nee, 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 nee. Autowerkstatt. Nein, nein, klar. It's so. Fuck, Mann. Ich hab $75 bekommen für die Dreckskarre. Geil. Money. Noch 2 Millionen Karren und wir sind Millionär. Naja, dann wird's ja ein produktiver Tag, Mann. Da vorne ist ein Reh. Oh Gott. Überpass. Okay. Hat ein Brett bekommen. Oh. Alter. Ein Bullenfänger. Der hängt noch dran. Ja, was war die Karte wert? Was meint ihr? 1,3 Millionen oder so? $75. Die wird jetzt ausgeschlachtet. Scheiße. Aber auch nur unter Mindestlohn. Naja, ich sag mal, ne? So ist doch okay. Besser als Genix. Das sind schon wieder 5 Kugeln für die Knarre. Achso, ich dachte 5 Kugeln Eis. Nee. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich langsam durchdrehe. Wie drehst du durch? Ich weiß nicht. Ich sag's euch, wir müssen einfach nochmal so ein Schöppchen Royal machen. Auch ein bisschen Crack, dann kommst du wieder runter. Mach ich auch immer. Nein, der Pinsel teilt ja seine Drogen nicht. Ehrenloser Hund, sag ich euch. Hallo, Ruppi. Jeder muss teilen, ich ruf den jetzt an. Die 100.000 von gestern hat er auch noch nicht ausgezahlt. Ja, meine Sojo Curtis sagt den anderen nicht, dass ich das Geld schon bekommen hab. Oh boy, oh boy. Jojo. Ja, wir hätten noch einen Gangkrieg, ne? Den dritten dieses Wochenende. Ja. Guck mal einen Terminkalender, ob wir das irgendwie dazwischen schieben können. Ja, ich dachte, wir können halt morgen so um ab 18 Uhr. Ja, 18 Uhr gehen die kurz Brettchen, ne? Und dann gehen wir zu denen an. Ja, soll mir das Krankenhaus leer räumen? Jetzt weiß ich, was du meinst mit verrückt werden. Ich weiß, dass die immer super viele Medikamente haben. Schließlich habe ich einen Doktortell. Scheiße. Ich weiß nicht, schlag was vor, sonst fahre ich hier gleich einfach den nächsten Shoprob an. Also ich weiß nicht. Ich bin für einen Liquor-Store. Weil die Oma braucht ein Schnäppekes. Ja. Ja. Ah, da fahren wir auch nur zur Westseite. Nein. Nein. Ein. Zwei. Hallo, Zille. Auch. Brauchst du ein Zebra-Bar? Soll ich dir mitbringen? Oh ja. Wenn ihr knallt. Schnell, setz dich rein. Scheiße. Mach du das, mach du das. Scheiße. Keine Knall, du Wichser. Oh, kannst die Tasche rausnehmen? Ah. Oh, scheiße. Der hat nix. Der sagt, der hat kein Geld. Der sagt, der hat kein Geld. Ja, dann fahren wir zum nächsten. Oh. Bitte selber pfeif aus. Scheiße.
Ich hoffe, die haben nicht gesehen, dass macht ich euch weg hier, macht hat. Euch weg! Oh, fuck, du Wichser! Oh, das ist ein Kuss! Ja, easy. Scheiße, Mann, das Niveau sinkt. Ja, die müssen erstmal ihr E10 tanken, ne? Jetzt bist du verrückt, sag ich dir! Ja. Hände knallt! Hände knallt! Zerleg den Laden hier! Da. Hey! Da! Ah! Da kriegst du eine mit, sag ich dir! Nimm mir sofort die Fassen hoch, du Wichser! Da! Zertritt dir den ganzen Laden, sag ich dir! BPW, du lässt mich hier alleine, du Wichser! Ich geh hinter, ich geh in den Tresor! Ja! Los, gib mir den Schnaps, du Wichser! Bereite mal einen Song vor. Du sollst den Schnaps ja, geben! Ne, Mashups. Schnaps her! Für Odys ist der Stacker zuständig. Wie ist der PIN-Code für den Tresor? Ich schieß dir nochmal in die Hände! Ich hab dem. Ich hab dem in die Hand geschossen, er gibt aber nicht den Code. Scheiße! Gib den Code von hinten! Schlag ihn! Ich geb dir eine Bombe, sag ich dir! Da und hier noch ein kleiner Kinnhaken! Boah, der spürt gar nichts! So. Bist du, kommst du aus dem Militär oder was? Da! Scheiße! Hi! Jetzt schlag ich ihn tot, jetzt reicht's, schlag ich ihn tot! Der will du. Da! Schlag ihn zusammen! Da! So machst du die Nummer mit uns! Jo, der rührt sich keinen Meter! Wir kommen aus dem Ranch aus! Was sieht denn überhaupt nicht? Aua, ich glaube, ich habe mir gerade die Hand gebrochen! Aua! Ah, scheiße! Da! Ich sag's dir nicht nochmal! Oh, Scheiße! Ich glaub, die drehen beide. Mach die Scheiße zusammen! Scheiße! 5-0! 5-0! Geil! Grüße! Haben wir nichts gemacht, Sir! Oh, das sind sogar die Sheriffs, ne? Oh Gott! Hör, das halt ich nicht. Ich geb Warnschüsse! Nein! 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 Die Sheriffs! Oh fuck! Oh fuck! Wir sterben! Wo fährst du hin? Ja, war ein bisschen doof! Scheiße. Das war nicht so gut, glaube ich. Du hattest genommen ein paar Munchies ab. Nein, ihr scheiß Wichser. Ja, wie? Schieß jetzt. Nein. Jetzt traue ich mich nicht mehr. Curtis, hack dich auf jeden Fall fest. Guck mal, du hast doch so einen Teil dabei. Hack dich da fest, nicht dass runterfällt. Ja, ich versuch's. Hack dich fest. Scheiße, wie geht's? Hier, so, warte, ich helf dir hier. Ach, ich mach die mal. So, okay, bist festgehakt. Okay. Sehr gut. Okay, die sind gecrashed, Idioten. Ey, gut, die links am Laden. Bist doch rein. Oh, doch nicht. Oh, oh Gott! Oh, das war knapp. Da ist der Nebenmann hier vorbeigezogen. Eigentlich habe ich Musikallergie, aber scheiß drauf. Du sechs, neun! Sollen wir den nicht smoken? Smoke den, Kettin! Nein, ich trau mich nicht! Ich mach mit! Smoke die Bitch! Oh Gott, bitte lass mich nicht runterknallen! Oh mein Gott! Bruder, was ist hier los, Alter? Was passiert hier gerade? Oh, scheiße. Mann.
ersten Moment schießt einer der Filter mit der 9mm auf den Boden und tötet. Direkt durch die Schliffe, da habt ihr was ihr wollt, die Hure Fülle. Liegt deine Integration nicht, knallt die Kugel direkt durch dein Schädel. Was ist für die Wasser? Ja, wie einfach eine Legende. Für die mit den Skimasken und dem Motorrad Ninja. Warum kommt das Album Menschen und wieder im Winter? Könnt ihr jetzt deine Chance? Master Wurmgott! Schieß oder stirb! Schieß oder stirb! Ich schieß nicht alleine! Schieß oder stirb! Alles klar. Was? Warum zeigst du mir den Dublo, du Penner? Warte, ich schieß unter deinen Arm durch. Warte, du schießt doch gar nicht! Ja, ich weiß, ich zähl doch noch. Was, du könntest dich so treffen. Was ist das so? Wo bleibt denn eigentlich die Verstärkung? Ich bin hier in so einem Comedy-Action-Streifen. Komm in unser Leben. Oh, können wir noch einen Stern hören? Oh Gott! Warnschüsse! Alter! Fuck! Das waren kranke Warnschüsse! Ich hab versucht, den blauer Stern, zu okay, ich versuch. Blauer Stern! Ich bin machen. Immer noch am Fahren. Ich kann's auch anmachen. Oh, sehr gut. Oh. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Ah, okay. Alles in Ordnung bei Ihnen? Oh nein. Ich hab Stockscharre. Ach du Scheiße, ja, wir übernehmen das. Ach du Scheiße. Ruft jemand das MB? Ich ruf an. Schnell, stabile Seitenlage. Ja, ganz schnell. Dem gebe ich aber jetzt eine andere stabile Seitenlage. Ich glaube, er braucht kein MD. Der ist ja komplett drauf. Okay, das sind Schüsse. Okay, das sind Schüsse. Scheiße. Scheiße, Mann. Scheiße, ich dachte, die Karre wäre an. Was machen wir denn jetzt mit dem Amigo hier? Ja, soll ich mal einen Arzt jetzt rufen? Braucht der einen Arzt? Brauchen wir mal verwirrt, was mit dem ist. Ich brauch keinen, ich bin runtergefallen. Ja, alles klar. Okay. Komm, aber wir bringen sie mal von der Straße runter, Rambeste. Ja, das bringt sie, das ist gerade echt super gefährlich. Ja, eben. Bringen sie ihn runter. Rüber. Aber ihnen geht's gut, sie brauchen keine medizinische Betreuung hier. Das mein sieht aber Knie tut weh. Was tut ihnen weh? Mein Knie. Okay, dann rufen wir jetzt einen Arzt an. Bisschen hier drücken, so links, rechts, so. Richtig verhaftet? Ja. Scheiße. Also rufst du an dabei, oder? Ja, ich rufe an. Ich gucke, ob ich Doc Chucker erreiche. Perfekt. Wo sind wir hier? Das ist die... Östlich von 7003. Bonjour, Doc Chuck. Ich habe hier einen Herren. Den hat anscheinend einen Unfall gehabt. Der liegt hier an der Fahrbahn. Ich bin's, Curtis. Oh, das ist Curtis. Okay. Und wir brauchen einen... Du schuldest noch $20,000. Du, ich überhaupt nicht. Natürlich. Ich hab deiner Schwester das überwiesen mit Western Union. An der 7002 oben auf der Popular Street an der Auffahrt zum Highway. Ich hab keine Ahnung, warum ich runtergefallen bin. Das ist, scheiße. Unterauto-Exotic. Mein Knie davon. Tut weh. Und dem tut das Knie sehr weh. Delfino, reiben Sie sein Knie. Genau, Delfin, los. Ja, warte, ich reibe. Und der Pino reibt schon sein Knie. Mit seiner Flosse. Halt Knie. Fletsch. Kommen ich Sie eher? Ich schon das linke Knie, oder das rechte? Großartig, danke. Oh Gott. Egal, das war jetzt auf jeden Fall das linke. Oh, was machst du? Ach du Scheiße. Alles rein. Um Gottes Willen. Er stirbt. Halt fest. Ach du Scheiße. Oh Gott. Scheiße, ist mein Frau hier? Was hast du gemacht, der Pino? Sorry, Leute in Uniform, mach mich an. So. Der Pino sagt. So ein Ding ist das. Oh Gott. Oh. Ich war Geisel. Von wem denn? Ja, von wem? Weiß ich nicht. Ach. Und Sie sind nicht gefahren, oder? Nee, ich hang doch in der Karre. Das haben wir auch nicht gedacht.
Ja. Und bin runtergefallen. Ui. Da war eine Banane. Ui. Und das ist mies. Damit wurden wir letztens beworfen in einer Verfolgungsjagd. Gottes Willen. Der Pino, warte mal ganz kurz, was ist unsere Karre? Ich habe eine Idee. Aua. Halt mal das Knie fest. Schon wieder? Ja, meinst du, das rennt weg? Das damit er sich nicht bewegen kann. Haltet ihn mal alle fest, damit er sich nicht bewegen kann. Warum? Warte mal, wir gucken mal, ob wir... Oh, ich wollte meine Fußnägel noch nicht schneiden. Bitte. Scheiße, ich komme nicht durch die Hosen durch. Nee, warten wir, bis Dr. Chuck da ist. Das ist doch eine richtige Jeans. Die geht nicht kaputt. Ist die... Oh, Kevlar Jeans, ne? Dr. Chuck mit seinem E-Bike. Ich habe mein Bestes versucht. Ich bin von einem Fluchtfahrzeug runtergefallen. Wollen wir dann jetzt wieder los? Sie brauchen uns nicht mehr, oder? Nee. Okay. Wunderbar. Alles Gute, gute Besserung. Dr. Chuck, Bye. Wie wollen Sie mich auf dem Fahrrad mitnehmen? Wie mitnehmen? Warte mal, die lassen mich laufen. Ich habe auf die geschossen. Ja. Was ist hier los in der Stadt? Ich dachte, ich komme jetzt zum ersten Mal im Gefängnis. Wieso? Möchtest du ins Gefängnis? Nee, aber ich habe voll auf die... Da ist mein Fluchtauto, da. Ja, jetzt ist schon wieder weg. Und es eile ganz leicht. Ich dachte, warum werde ich nicht verhaftet? Ja, du hast wohl die Richtigen erwischt. Ja, aber sind die korrupt? Warum sind... Aua! Warum sind sie meinem Fahrrad unterwegs? Ich verstehe die Welt nicht mehr, Dr. Chuck. Ich war 3 Wochen in einem Haus eingesperrt. Ja. Und ich komme aus dem Haus raus und die ganze Welt ist verrückt. Okay, ich denke, du brauchst ein wenig von Melas LSD-Creme. Ja. Oh. Und ich brauche Drogen. Ich bin arbeitslos und bin abgestürzt. Ach so, ja, du kannst zu mir kommen für medizinische Studien. Ja, mit meinem Freund Cooper. Ja, komm vorbei, wir testen wieder. Kokain, Schlangenöl, Ecstasy. Ja, alles. Gut. So, du kannst dir mein Fahrrad ausleihen, wenn dir da was hilft. Nee, damit müssen Sie doch fahren. Ich laufe einfach hier hinunter, da ist gleich meine Praxis. Nein, ich rufe Pieper an, der soll mich hier abholen. Genau. Wo bist du denn geflüchtet? Na, wir haben einen Nickerstore befallen. Ja? Hol mich ab, Piep, die haben mich gehen lassen, hol mich ab, steig okay, sofort okay, wieder ein. Okay, wir holen dich ab. Ich bin immer noch hier, bis gleich. Ist, ja? Ja, genau. Gleich. Geht direkt weiter, Dr. Chuck. Ihr solltet mal den 24-7 beim Stadtpark probieren. Der ist heute interessant mit den Mauern. Wie? Wenn er von hinten vom alten PD her über die Gasse zufährt, das checkt kein Polizist, probiert das mal. Dr. Chuck, ich habe auf die geschossen, 2 Mal gerade. Und die haben mich nicht mal verhaftet. Ja, offensichtlich. Was ist mit der Justiz los? Die haben dich wohl nicht ernst genommen. Du musst an deinem Image arbeiten. Aber ich will das gar nicht eigentlich. Das ist, also? Weiß ich nicht, das ist, als wäre die ganze Stadt auf Crack. Ja, es gibt solche Tage und solche Tage. Solche Polizisten und solche, ich würde dem nicht so viel beimessen. Das wundert mich gerade. Ich dachte, ich bin jetzt kriminell. Das alles, weil sie mich gefeuert haben. Ja, genau. Ich bin überhaupt schuld an allem, was in dieser Stadt passiert. Ja, Coop, was geht ab? Ja, okay, das vertreibt sich drum. Wir haben gerade einen Liquor-Store überfallen. Dann bin ich vom Auto gefallen und jetzt wollte Pepe mich wieder ab. Die macht Verfolgungsjagd. Und Dr. Chuck hat uns eingeladen zum Tablettentesten. Ja, das hört sich doch vielversprechend an. Ich habe leider kein Auto, Alter. Ich bin beim, wie heißt der Laden hier? Taxi? Ja, da bin ich gleich. Okay, der Piep holt mich jetzt ab, dann kommen wir da hin. Alles klar, bis gleich. Da musst du aber sofort in die Karre einsteigen. Jo. Okay, bis gleich. Dr. Chuck, ich muss jetzt sofort einsteigen. Ja, Philipp. Danke. Let's go! Ja, dann schießen! Ich verstehe die Welt nicht mehr, Alter. Ich verstehe das nicht mehr. Ich glaube, Piep, wir müssen Cooper abholen im Taxi. Mach mal ein bisschen leiser, Paul. Wir müssen Cooper abholen, der ist am Taxi. Genau noch, okay? Ja, der steigt sofort ein. Hast du gehört, dass ich wieder festbinden?
Das hat gerade auch nicht geholfen. Ja, zumindest ein bisschen. Der Kopf hat eine Banane geworfen. Ach du Scheiße. Cooper, wir holen dich jetzt ab, ja? Du musst sofort an den Crane dran, dich dranhängen. Weiter. Okay. 10 Sekunden, bis gleich. Ja, Boxenstopp. Boxenstopp, rein da. Let's go. Langsam, wie geht's euch so? Was geht, Junge? Langsam! Scheiße, ist doch vollkommen krank! Jetzt muss ich auf zwei Leute das aufpassen! Krank. Ja, Cooper, halt meine Hand! Halt du meine Hand, oh Alter! Gott. Ich häng hier draußen! Scheiße, ich sag's euch! Es wird so in die Hose gehen, aber ich bin drin, alles gut! Ich hab keine Ahnung, wie das lief, Alter. Ich verstehe auch nicht, was hier los ist, aber scheiße. Eigentlich nochmal dran. Let's go. Blockade. Okay, ganz langsam. Oh, fuck. Das war knapp. Jetzt die zum Anhalten bewegen. Scheiße, der wollte mir in die Wagen kippen. Halt um, du benutzt dein Radio, du Scheißkopper! Ich krieg euch! Na los, Knopf an! Oh Gott! Oh mein Gott! Alter! Gott sei Dank hab ich nicht so schwitzige Hände. Ja, bitte nicht töten! Super, häng dich hier dran, warte mal, ich tu dich mal einhaken, oh, dass du nicht mehr so davon kannst, ja? Ja, perfekt. Sehr gut. Kein Fick. Du kriegst mich nie! Bitte stehen! Du kriegst mich nie! Ich bin verletzt! Ich hätte letzten Tag wieder Power sein! Alles gut! Hier rüber! Und dann jetzt wieder rüber! Oh nein! Nicht die Dead by Daylight-Taktik! Bleib stehen! Oder ich muss die Taser! Okay! Jetzt hol jetzt den Laser raus! Nein! Oh mein Gott, mein Fuß tut weh! Ich bin nicht darunter, da sind zwei Cops. Geh ins Gebüsch.
Oh Gott, der Cooper. Cool, der macht jetzt direkt einen Turnaround. Die hat ihren Kollegen getastet, Junge. Das ist ehrenlos. Ayoyoyo. Das war ehrenlos. Hände knallt, Hände knallt. Wir sind krasse Gangster. Das ist ja absolut ehrenlos. Oh. Wir sind krasse Gangster. Scheiße, da kommt jemand. Oh, fuck, weg hier. Weg hier. Scheiße, noch mehr Pfeife aus. Fuck. Klasse. Wartet. Wartet. Mein Bein ist tot. Was war das? Jungs, Hilfe. Piep, Cooper. Ihr Wichser! Ich hab die umgehauen, Alter. Oh. Aua. Ihr müsst mich mitnehmen. Scheiße. Ihr müsst mich mitnehmen, mein Fuß ist tot. Okay. Okay. Mir nicht. Hier, warte. Hier, ich hab noch einen zweiten, alles gut. Hi. Ich hab Fatschus für die ganze Welt. Ja. 200 durch Stadt. Kai. Ja, Cooper. Was zum Teufel, Alter? Wohin? Wohin, Piep? Ich hab keine Ahnung, fahrt ihr vor. Ich weiß nicht, wohin. Wir müssen die anderen rausholen. Wo ist die Oma? Okay, okay. Lass gucken, ob die da sind. Gottes, ich dachte, du liegst auf dem Boden, renn da hin, zieh der Kopffrau eine mit der Taschenlampe und dann ist das ein anderer Kopf gewesen, Alter. Mit vergelenkten Gelegenheit gefällt. Oh mein Gott! Ich hab die ausgenommen, komm! Das war mein Fuß! Komm! Steig auf, Mann! Wir sind steig alle auf! Frei. Steigt aus, ich hau das! Schon was Scheiße! Steig doch auf! Los doch! Scheiße, wir müssen weg hier! Los! Komm in den Krank! Du hast ihn einfach überfahren, Mann! Ich hab den nicht überfahren, ich hab den weggehauen! Wow! Keinen haben wir! Wir haben Männer gerade ausgedockt da unten unter der Brücke! Wir haben die Oma vergessen! Scheiße! Die Oma ist alt, die kommt eh nicht im Knast! Ja, die hat eh nicht mehr lange! Den ich glaube, wir haben Kacker rausgeholt. Wer fehlt noch? Also eigentlich glaube ich, wollten die Box und Traffic noch reindrücken. Echt wirklich? Ich wollte. Scheiße! Ich komme in die Hölle. Und währenddessen haben wir eine Officerin niedergekloppt und einen Mann angefahren. Nein, ich habe keinen angefahren. Gut. Guck. Ich hab so gemacht, Piep. Oh, ich sterbe. Oh, ich kann keine Luft mehr. Schnurrig! Schnurrig! Wie die umgeflappt sind. Oh, das ist schon wieder zu wild, Alter. Oh. Ich sag sie, Cooper, streh durch! Das war krank. Das war absolut schnell zum Hauptquartier! Oh, ich brauch Pause. Junge, war right auch noch. Easy. Oh Gott. Mein Bein tut weh. Das kann nicht mehr. Ich muss mir da vorne was zum Trinken holen, Alter. Oh Gott. Ich brauch 5 Minuten Pause, Junge. Oh Gott. Oh Gott.
Wisst ihr, was das Problem ist? Ich habe das ja bei dem Event beim Pinsel auch gemacht. Und ich dachte, wenn man einen Fahrer aus so eine Knarre in der Hand hat, dann zählt der Damage nicht, weil der Pinsel ist nie runtergefallen. Obwohl ich den getroffen habe. Aber der zählt ja doch. Junge, Alter. Oh, ich kann nicht mehr. Oh. Trinken hat echt. Oh, ich kann nicht mehr. Wie ist die Nummer von Dr. Chuck? Der soll hierher kommen. Oh, warte. Oh, da ruft du den an. 61-19-01. 61-19-01. Oh. Ja, aber der hatte bei mir immer, ich glaube, bei mir hab ich nie gesehen, dass er eine Knarre in der Hand hatte. Oh Gott, Junge. Oh Gott, mein Bein. Er soll mal rangehen. Dr. Chuck geht nicht an sein verdammtes Telefon. Scheiß drauf. Junge, das war krank eben. Da wurde mir richtig warm auf dem Roller. Oh Gott. Die waren so kurz davor, glaube ich, mich zu schnappen. Die wollten mich schon tasern. Ich kann nicht rennen, weil mein Knie wehtut. Und dann habe ich mich ins Gebüsch geschmissen. Und ich kann, oh Gott, aua. Auch Hilfe. Alles klar, bis gleich. Dr. Jack kommt hier. Oh, wer kommt da? Oh, mir ist so warm. Gib mal dich, dachten wir mich, die haben dich unten erwischt, deswegen haben wir den Kopf umgehauen, aber da lag ein anderer Kopf, nicht du. Ja, die hat getasert und hat wohl dann scheinend den Kollege getroffen, anstatt mich. Perfekte Polizeiarbeit, würde ich sagen. Ja, versuch mal Piep zu erreichen. Oh Gott, der ist bestimmt so ehrenlos sauer auf mich. Ich wollte ihm doch nur zeigen, wie ich gemacht habe. Hey Piep, wo bist du? Ich glaube, das war ein Missverständnis, Piep. Dr. Chuck kommt gleich her, dann kommen wir bei euch vorbei. Legt euch da an den Rand. Ja, oder so. Bis gleich. Piep und die kommen. Ja, kannst du Auto fahren? Ja. Okay, dann mach ich meine Karre gleich an. Von Mila, die Kommode. Oh, fuck. Die liegen da? Ja, er sagt, die kommen jetzt hierher. Also Piep kommt her. Ja, und Dr. Chuck kommt auch hierher. Okay. Oh, ich glaube, Dr. Chuck hat einen Fahrradunfall gemacht. Scheiße. Was für ein Amateur. Hallo, Dr. Chuck. Dr. Chuck. Die Cops haben Curtis Beine gepittet. Nee. Was ist denn los, Curtis? Ich bin im Gebüsch gesprungen. Jetzt tut mir alles weh. Überall juckt's. Überall juckt's. Und ich musste rennen, mein Knie tut noch mehr weh als vorher. Nee. Ja, dann lass mal schauen. Und ich hab so ungefähr 6 Leute weggehauen. Warum? Vom Roller, weil wir unsere Freunde befreien wollten.
Aha. Du möchtest wirklich ins Gefängnis? Nee, aber Sie sind schuld, dass ich so bin. Sie haben mich gefeuert. Ja, das Sie, kann... Die Massenmörder. Ja, so schnell ja. kann es gehen. Ja, ich bin überhaupt an allem schuld hier. Ja. In der ganzen Stadt. Dann gebe ich dir recht. Oh. Ich gebe dir noch mehr von Milles ja. Creme. Ja, und ein bisschen auf die Lippe. Na ja. Ich vermisse Mila nämlich. Ja, ja. Es hat mich sehr gefreut, euch gestern wieder gesehen zu haben. Ja. Bisschen mehr. Ja, das ganze LSD, na gut. Bisschen mehr. Ja, das ist gut. Piep kommt jetzt auch noch ein Tacker, die sind auch schwer verletzt. Zeig mir deine Knie. Ja, guck dir meinen Kniekehl an. Ja, ja. Bewegt sich noch. Wenn man Junge, so wie du eben zugetreten hast, kein Wunder, dass es knackt. Aber ich habe geschlagen. Habe ich auch getreten? Ich weiß nicht mehr. Ich war im Blutrausch. Du warst getreten, Alter. Du warst im Rausch. Ich war im Rausch. Jetzt lass dir mal aufhelfen. Okay. Danke, Piep, es tut mir so leid. Er dachte, ihr wärt Gott. Er war es tut mir so leid. Ich wollte euch nur zeigen, was ich getan habe. Tut mir so leid. Ehrenlos, sag ich dir. Es war ehrenlos. Entschuldigung. Wisst ihr, was das Schöne ist? Vor 4 Monaten hatte ich mal beantragt, dass ich hier eine Praxis bekomme. Jetzt habe ich sie quasi mit euch. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Omi, wie geht's dir? Hey Chuck, wie geht's dir? Wir wollten dir? Euch befreien, aber ich habe nicht alle getroffen. Ja, alles gut. Wir sind jetzt auch einfach weg. Also. Andi sauer? Ich glaub nicht. Chuck, willst du mir vielleicht mal mein Knie anschauen? Weiß nicht. Boah. Ach, schau mal. Ich hab locker grad 5 Liter weggeschwitzt vor Lachen. Ach, scheiße. Ja, ja, ich bin auf den Arsch gefallen. Ach, sehr gut. Ach, scheiße. Vielen Dank. Ja, let's go, Piep. Geht direkt weiter. Hol die Uzi, Mann. Hol die Uzi. Ja, ich wurde einfach getreten. Kann mich entschuldigen, wenn wir zum Mirror Park fahren? Ja, klar. Ich will mein Auto mal holen. Okay. Habt ihr euch den 24-7 am Stadtpark angeschaut? Das wäre heute ein lohnendes Ziel. Boah, heute ist doch gar nicht die Event. Das ist doch morgen. Ja, aber die Mauern sind davor. Wenn ihr da reinfährt, von hinten vom alten PD zu, kommen die Cops, aber können nicht zu euch hinein. Ach, Chuck, schon mal überlegt, ein Praktikum bei uns zu machen? Chuck! Ja, tatsächlich. Komm, Dr. Chuck, kündige Scheiß drauf. Als Chief ist das ein bisschen schwierig. Dr. Chuck, wie wär's, wenn du heute mal ein Praktikum bei uns machst? Heute. Wir setzen dir eine Perücke auf und dann bist du Steve. Ich hätte noch eine. Steven Nörkelsen. Danke, aber solche Beschäftigungen sind als Chief ein wenig unpassend. Aber ich. Ach, stimmt, du bist ja der Chef, ne? Ich schaue es mir gerne von der Ferne an. Oh, sehr gut. Naja, aber vielleicht ein andermal. Kranke Sau. Ja, eines der Spanner. Curtis? Entschuldigung. Gut. Die hat gesagt, ich muss ein Macher werden. Ja, du musst ein Macher werden. Was wirst du denn machen? Na, ich weiß das, was ich heute getan habe, wahrscheinlich. Ich drehe komplett durch, Dr. Chuck. Ich muss... Ja, lass es einfach raus. Sind Sie sicher? Ja, natürlich. Okay, geht gleich direkt weiter. Ja. Boah, schon gelernt, Herr Dr. Schuck. Ja, lass doch halt nicht... Hände knallt. Ach ja, Hände knallt. Das verstehe ich nicht. Ist das Jugendsprache? Ja. Okay. Damit geht's schneller. Na gut, dann... Wir sehen uns wahrscheinlich später noch. Ja, was machen Sie denn die ganze Zeit? Wo geht denn was ab? Ich weiß gar nicht, ob heute irgendwas abgeht. Wahrscheinlich schon. Aber momentan. Aber wo fahren Sie denn mit Ihrem E-Bike die ganze Zeit rum? Ich schaue halt, ich klappe beide Communities ab, ob jemand erste Hilfe-Päckchen und so Zeug braucht. Dann gehen wir. Aber Sie kann auch nichts aus der Ruhe bringen, ne? Doch, manchmal schon. Ja, deshalb sind Sie auch. Ja. Wenn. Zum Beispiel, wenn mich die Justiz anruft, weil irgendjemand mit dem Hubschrauber in den Tunnel geflogen ist. Wir machen sowas. Das war der Anfang meiner Karriere. Ja. Ich wusste schon immer, dass ich in die Southside gehöre. Und dann ging es so richtig los, das stimmt. Ich hätte von Anfang an meinen Piep anheuern sollen. Nein. Mit dem Pinsel. Nein, das war schon auch ganz gut, dass du bei uns warst. Ich habe einen verdammten Doktortitel. Ja, genau. War dein Chef? Dr. Chuck war mein Chef, bis er mich gefeuert hat. Du schaust ja auch furchtbar aus. Ja, na geht.
Oh, danke. Oh, du hast auch einen abbekommen, ne? Was? Naja, doch auch einen Mini-Tritt von mir abbekommen. Ja. Oh, tip top. Oh, ich danke Ihnen. Okay, bis später, ihr Hübschen. Bis später, bis später. Danke. Was ist denn mit den Drogentesten? Weil du einmal gegen die Karren klatscht. Du nimmst doch keine Drogen. Na, aber Cooper. Achso, ja, ja, kommen wir wieder darauf zurück. Okay. Ah, wo sind die anderen? Die sind rausgerannt. Raus. Ah. So, wir sind alle wieder fit. Alle wieder einsetzbereit, Alter. Was machen wir? Ein Beine drüber gegeben. Entschuldigung. Das ist auch gefallen. Glaub mir, Tucker, aus meiner Perspektive war das lustiger. Ich wollte euch erst, dass der eine den gegen die Hasers hat, aber dann. Der eine lag auf dem Boden und hat einfach gesagt, ehrenlos. Leute, ich habe mal eine Frage. Meist hatte noch mal Stress mit Hammond, oder? Weswegen noch mal? Ja, egal, lass ihn ficken. Weil. Jetzt geht's aber los, nicht? Der schießt auf Tauben, der mag die nicht. Die stinken. Weil Hammond mal gesagt hat, das war doch wegen dieser Miranda-Warnungssache. Weißt du noch? Und Miles gesagt hat, nee, der Cop hat mir das nicht, hat mir meine Rechte nicht vorgelesen. Und Hammond hat dann gesagt, ja, irgendwann wird er ja schon mal ein Cop die Rechte vorgelesen haben, deswegen, ne? Ja, aber das zählt doch dann gar nicht. Ja, laut Hammond schon. Er ist Hammond. Hammond, das ist mein Sohn. Ist das nicht das Fahrzeug aus Aldous? Was? Der Hammond? Nee. Wie, du hast der Staatsanwalt. Ja, der ist ein Hurensohn. Seine Mutter gefickt. Oh, Scheiße. Das hat er wirklich. So, dann gehen wir in den Wald. Pepe, Rocker-Saison ist vorbei. Wie? Ja, Rocker-Saison ist vorbei. Naja, das theoretisch kann das ja über seinen eigenen Sohn schon sagen. Ach so. Ach so, ja gut, das geht auch. Das ist mein Sohn. Fuck. Naja, auf jeden Fall, der ist jetzt gerade bei der DOA-Streife mit dabei. Also, falls wir ihn haben wollen, dann wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Was willst du denn mit dem machen? Keine Ahnung, ich weiß nicht, Mais wäre da eigentlich gefehlt, aber den kann ich erreichen. Ich dachte, der wollte wieder übers Wochenende zu deiner Tante. Wo ist eigentlich der Pinsel? Ach, klar, wo ist der Pinsel? Ruf den mal an. Ach so, klar, dass du. Und wo ist Bobo? Pinsel geht nicht ran. Bobo, geht auch nicht ran. Ich bin dafür, dass wir uns in eine Karre setzen und gucken, was abgeht. Oh, let's go, ne? Let's go! Haben wir eine Karre, wo wir alle reinpassen? Ja, die haben wir Limo. Ich wollte gerade sagen, das gelbe Ding da. Geil, ich sitze hinten. Ja, kann ich mir hier so ein Child aus der Karre nehmen? Klar. Rein da. Lieb, ich habe mir deine Kutte genommen. Sehr gut. Und damit ist die Rocker-Saison wieder eröffnet. Als Molo-Wichser. Aber ohne Waffen diesmal, ja? So. Irgendwie bin ich zu dumm zum Einsteigen. Was ist das Ding? Ja. Was ist denn mit dem Teckenknebler? Macht der nicht mehr auf? Wer? Ja. Unicorn. Also heute hast du einen guten Tag, oder? Ja, wie? Willkommen zurück. Na, Titty Twister heißt das doch. Ja, das ist nach Hamburg. Ich hab das nur. Ja, aber so, kennt ihr nicht vom Dusk Till Dawn? Da hieß der Stripclub Titty Twister. Und ich hab das doch nur übersetzt. Also warum, oh. Warum diese Distanzsprüche hier? Weiß ich auch nicht, ne? Vom Park ist auch nichts mehr los, seitdem Roy tot ist. Roy ist tot? Ich weiß nicht, der hat mich angerufen vor ein paar Tagen, aber hat sich nicht mehr gemeldet. Alle tot. Lucky, vielen Dank für den Wisdom 53. Und Shinix, Dankeschön für den Prime 23. Und Jamie, Dank für den Wisdom 30. Und Rupi, Dank für den Wisdom 28. Und Bubble Gun, Dankeschön für den Prime 27. Wo sind wir hin? Und Kyra, Grüße. Fahr doch mal zum Los. Oh. Perry ist doch da. Oder?
Weiß ich, ja. Der war schon dreimal wieder bei dem, da wo wir bestellt wurden. Ja, ich ruf ihn mal an. Ah, doch, stimmt. Der war bestimmt in dem Club. Das Galaxy hat heute auf. Um 22:30. Sollen wir die Hüften schwingen? Meint ihr, da will sich jemand prügeln? Nee. Ja, Terry? Nee, die riechen das schon, dann schließen vorher die Tür ab. Herr Hammond ist heute mit bei der DOA auf Streife. Willst du dir Hammond schnappen? War ja nicht die Bikes um. Naja, weil du und Meister Stress mit denen hatten. Da steht einer, den können wir verklappen, einer, komm. Genau, da steht einer, komm. Revenge for the Beast. Und wir verbrühen jetzt kurz einen, warte kurz. Ja, komm, schlass. Bin ich dabei, Leute? Jo, piep hier rein und sag, was bist du in meinem Clubhaus, du Wichser? Soll ich reinfahren? Oh, das sind zwei jetzt, eng. Ja, überfahr den einfach. Sind die alle nackt? Oh, ist warum nackt? Sind alle nackt? Sag mal, was macht er hier in meinem Clubhaus? Wollt ihr mich verarschen oder was? Das ist mein Clubhaus hier! Keule, mach sie mal runter nackt? Hier vom Hof! Immer die hier! Ja. Außerdem, du hast nicht nackt, das ist scheiße, sexy. Siggi ist da! Weißt du, Siggi ist da? Oh, fuck! Schnell weg! Siggi ist da! Schnell! Oh, der gefährliche Siggi, abhauen! Der rennt nass hingefallen! Der Wichser! Ist der blöd. Ja? Der ist auf seinen Haaren ausgerutscht. Wir haben Vorfahrt. Geht weg. Okay, wir kommen jetzt. Dann fahren wir zurück zu Taxi Taxi. Schon seit Monaten auf Sektor. Der hübsche Siggi, Junge. Ja, Maeve. Maeve, was machst du? Der Terry, der ist schon da. Wo fährst denn du hin? Nö. Du bist der Fahrer. Ja. So für uns Arsch. Das Casino heute geöffnet? Ja, oh scheiße, aber das Casino. Asimov ist ein Pisser. Ja, wir können den überfallen. Wir sagen für nein, den kannst du nicht überfallen, der schließt immer ab. Ja. Aber wir brauchen wenn du zocken willst, geh zu der Baldassot. Da steht ein Automat. Wir brauchen blauen Perlen, die will jemand kaufen. Ach, den kannst du nicht abziehen, der schließt immer ab. Ja, oder was ist los? Asimov. Oh. Was? Hast du probiert schon? Mann, der Roy hat ihn doch schon in die Presse geschossen, alles. Ich weiß nicht, wo das ist, Bullock. Wo ich bin? Scheiße, was will der von mir? Du stehst auf Fahndungsliste. Immer noch, ne? Warte mal, ich mach mich mal kurz stumm hier. Oh, Curtis, da sind ein paar Sheriffs bei Bullock, die heulen rum. Warum? Warte. Bullock, warum heulen die rum? Weil du angeblich irgendwelche Leute abgestochen hättest. Abgestochen? Ich habe die weggetreten. Ich bin Ninja Turtle. Verdammt, ich habe ihn nicht gestochen. Ja, aber sag dem Bullock, ich habe niemanden abgestochen. Ich habe die getreten vom Roller. Pass auf, ich soll dir sagen, er hat niemanden abgestochen. Das ist ja wie auf dem Bazar hier. Ja, ja. Was ist das denn? Oh, warte. Ah! Mein Gott, ich habe doch gar nicht eingeparkt, du scheiß Wichser. Parken. Wie egal, das ist gut jetzt hier, dann ist die Mauer. Was ist quatschen los? Die da? Da hat niemand einen Stich ja, kassiert. Ja, du, ist gerade schlecht, der Lost will gleich kommen, weißt du. Das ist Eli. Soll er dich einfach anrufen? Schau doch. Ja, oh, scheiße, Eli, Piep, ihr müsst mich... Piep, du Wichser, ihr müsst mich beschützen, wenn die kommen. Die Cops? Ja. Okay, sie sagen einfach, ich hab die abgestochen. Nee, hab ich nicht. Warte, warum ziehen wir jetzt... Ich muss dir eine Knarre besorgen. Ja. Ha! Hey, Lady, entspannen Sie sich. Oh Gott. Nein! Ja, also Bullock hat gesagt, Leute er will... Richten. Oh Gott, nehmen Sie die runter. Wenn du nicht anrufst, schickt er die Sheriffs auf Schnipserjagd. Ja, aber ich hab keinen abgestochen. Ach, keine Ahnung, da ruft den an. Hast du die Nummer von dem? Klar. Gib die Nummer von Bullock, wir haben sich okay? bestimmt gewundert, warum die so schon auf dem Boden lag. Ich hab mir mal 20.000 Mal den geliehen. Und dann musst du wie ein Macher werden, ja? Du sagst okay. Jetzt, kommt doch und holt mich, ich bin Taxi 5 Euro! Kommt doch und holt mich, ich bin mein Taxi! Ach nö, Krieg, es geht auf den Was geht los? Ach, schön, was? Ich hab niemanden abgestochen. Keine Ahnung, das Esti behauptet das. Nein, ich saß auf dem Roller und hab getreten nur. Ach so. Hä, sind die dumm, warum sagen die, ich habe die abgestochen? Ja, nee, dann ich lege das. Also wirklich jetzt. Ich hab nicht mal ein Messer. Ja, ich werde nochmal mit den Officern reden, die dort angeblich niedergestochen worden sind. Die stehen alle oben. Und dann regeln wir das. Ich hab nur getreten, damit die Oma abhauen kann.
der, Sie sollten sich hier vorbereiten. Ich habe gehört, der Lost kommt gleich. Ja, ich weiß. Ja, der Sigi will wieder sein Schutzgeld von uns. Gibt und es knallen was uns ab. Anzusehen? Was? Gibt es was Schönes anzusehen? Ja, die kommen jetzt gleich. Wunderbar, dann bin ich eine Ecke weiter. Okay. Also könnte schießen jetzt auf die Cops? Nein, aber der Sigi kommt, hat der Bullock gesagt. Oh. Warum kommt der? Ist das der neue Spezialeinheit von PD oder was? Na, der Sigi vom Lost. Oh. Ja, okay. Und das SD sagt, ich habe die abgestochen. 6 Leute. 6 Leute? Ja, alle, die ich da umgetreten habe. Hast du mal Flying Tricks auf dem Roller gemacht oder was? Ja, klar, Mann, ich bin Flying Curtis. Kauft alle mein Smilo-Cat. Was machen wir jetzt? Ich glaube, vielleicht sollten wir den anderen mal Bescheid sagen. Ich pushe, glaube ich, immer noch die Dächer. Ich sag mal Bescheid. Ja. Oh boy, oh boy. Hallo Fritte und Dankeschön für Luisa beim 12. Ein Jahr voll. Dankeschön. Wutziger. Darf ich den Sigi anrufen und sagen, so herkommen? Wenn es da was zu klären gibt, muss da wohl vorbeikommen, oder? Okay. Scheiße, jetzt hab ich am Telefon. Los, Piep. Wir rufen den Sigi an und sagen, wenn du Stress willst, soll er herkommen. Okay, mach das. Ruf an. Na, du musst jetzt mal anrufen. Oh, nein, 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 ich kann nicht. Hat mir mal gedroht, dass er mich umbringt. Kai. Er ist am Telefonieren. Oh, okay. Wie hat dir gedroht, dass er dich umbringt? Hast du vor dem Schiss? Ja, ich hab keinen Schiss vor dem, aber der hat gesagt, der will mich umbringen. Ich will sie rausprovozieren, weißt du? So. Lutscher. Ja, so ein Lutscher. Fahr mal weiter mit deiner Bonzenkarre. Fahr weiter! Alles her. Wie geht's Ihnen? Endlich, guck mal. Der war schäbig, Blödmann! Schieß, schieß! Schieß! Oh. Scheiße, nur 64 Tick. Ach, ich muss doch wieder das Laserschwert rausholen. Ich will dich abstechen! Scheiße! So, wie leid du bist! Nicht? Ich habe ein Messer, Sir! Ich bin gezwungen, dieses einzusetzen! Oh shit! Here we go again! Na los! Komm raus! Ich push die von hinten, Oh, oh, oh! Fängt euch! Gott, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich auch nicht. Ich hab gar nichts zu tun. Hey, du da! Auf zu hupen! Das ist eine Straße. Bobo. Was ist los hier? Bobo. Du willst ja wissen, was passiert, sag ich dir. Ja, was will denn passieren, ne? Was ist guck mal, die haben Knallen draußen im Kopf. Sag doch, komm, sag doch. Okay, beruhigen uns alle mal. Hab ich mir gedacht. Okay. Okay, trap auf die Cops! Fahr die Cops hinterher! Schnappen wir uns! Fahr! Da vorne! Oh, Scheiße! Warum steckst du aus? Ja, ciao, ich muss kurz den Background-Tänzer machen. Ciao! Was? Quinsley, was passiert hier? Ich weiß, das habe ich mich vorgestern schon gefragt. Und ich hab. Oh Gott, die schießen wirklich auf die! Vorne. Was ist hier los? Harry sagt, es gibt neue Lila, ne? Was passiert hier schon wieder? Es gibt alles neu. Hast du schon was von denen mitbekommen? Run your Ballers. Nee. Der Piep hat die Ballers gegründet. Was passiert denn jetzt? Warum hat Piep jetzt auf die Cops geschossen? Was ist denn mit dem? Einfach nicht hinterfragen, was der macht. Ach Gott. Wenn du denkst, dass du verrückt wirst, dann guck dir Piep an. Oh. Da mitmachen.
Oh, hier geht's aber wieder dicke Schießerei. Oh, mal gegen Deckung. Auf wen schießt ihr? Auf wen schießt ihr? Wenn ist einer. Wer ist da? Keine Ahnung, lass mich aussteigen, Scheiße. Wie bist du ein kranker Wechsel, Mann? Ich sag's dir, die Army kommt bald. Was hat er gemacht? Das Haus war hier Kriegsgebiet, ich sag's euch. Ich weiß es nicht. Random auf irgendwelche Autos geschossen? Ja. Gott, was hast was du denn da? Was ist mit Piep los? Was macht der denn? Wenn durch ist der auf Burgas? Ich weiß es nicht. Was? Das Haus war hier Kriegsgebiet. Soll ich noch aus der Gefechtssätze? Ja. Benutzt dein Blaster. Ich stell den ruhig. Ihr müsst da den Fenster. Da vorne eine Kreuzung. Komm halt. Cops. Die Cops. Scheiße. Oh. Scheiße. Macht euch weg. Oh, fuck. Warum? Scheiße. Der kommt nicht krank. Du bist hier weg, sag ich dir. Wohin? Keine Ahnung. Brückendeckung. Oh Gott. Brückendeckung. Pass auf, ich schau wieder zu. Oh Gott. Mach's nicht. Oh, fuck. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Raus, ja? Ich hab mir eine Bude hier in der Gegend gemietet. Ja, Cooper, du hast so... Piep, warum schießt du einfach auf Autos? Scheiße, du hast auf dem Kapauto geschossen! Nein, ich hab in die Limo geschossen. Ich wollte ihn Angst machen. Ey, der ist gut. Jo, das ist mein Karate-Roller. Vorsicht. Hab Boss dir eigentlich gestern noch ein paar Lugas gegeben? Soll kostet ja ein bisschen Platz schaffen. Wollte er das heute machen. Ja, wo ist denn der Pinsel? Achso, ich dachte, du gibst mir was ab. Der wollte das heute Keine machen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Siggi! Ja, einer von mir. Ich soll dir vom Piepe sagen, dass die jetzt bei Taxi auf eine Kutte vom Lost pissen. Beim Taxi-Hauptquartier. Wenn du Stress willst, sollst du herkommen und das verhindern. Ah, ich hab heute Termine voll bis oben hin, ne? Ja, ich soll das nur sagen. Ja, vielleicht schicke ich jemanden rum. Vielleicht geil, bye. Ciao. Ich hab keine Ahnung. Aua. So ein Park, wo mal Junkies waren. Wo denn? Hinter hier rechts oder links? Geradeaus. Ach so. Okay. Ja, was denn? Hey, da ist er wieder! Wo drin? Ja, ist einer von uns. Halt mal, auf den hat Piep gerade geschossen. Auf den? Ja. Das ist doch Terry. Warum hat er auf Terry geschossen? Hallo Danex. Seriously, danke schon für Luis am 20. Kuss. Ich weiß es nicht. Wer ist das? Ist das Quinsley? Ist Quinsley seine Karre? Ja. Ah, bei dem wäre ich vorsichtig. Das ist ein Verräter. Wen Verräter? Ja, du lass. Das ist ein Verräter. Das ist ein Verräter. Quinsley hat uns gesnitcht, ja. Ja, das ist, du musst vorsichtig sein. Wir haben den dafür schon zusammengeschlagen. Ja, lass den doch nochmal schlagen. Aber gestern, als da die Schießerei war, war Quincy auch wieder komischerweise bei den Cops, Bobo, ne? Ja, der hängt immer bei Macht den. Denn? Ja, komm, wir klären das. Ja. Dann diese Wichser. Aber der wollte doch irgendwo singen gehen. Guten Abend, Dr. Chuck. Guten Abend, was geht im Ende? Ja, du wächst einem scheiß Lattenhof. Eine knallt. Oh Gott. Nein, scheiß ein doch, du Pisser. Quinsley, die Cops haben gesagt, dass du gesagt hast, dass Curtis die abgestochen hat eben. Weißt du was? Was? Ist was ohne dich? Ja. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Du weißt immer was ohne dich. Hast du schon wieder verraten, sag Quinsley? Sag das nochmal. Ich hab das nicht verstanden. Ich hasse dich viel mehr. Die Cops haben gesagt, du hast uns schon wieder verraten. Ich hab doch den ganzen Tag geschlafen. Man soll dich nicht smoken, du Penner. Also wollen die Cops uns diesmal verarschen, Quinsley, weißt du, und nicht du hier dich? Bist?
Anscheinend. Also was haben wir gemacht? Was ist denn das Haushalt? Bobo, du entscheidest. Soll ich abdrücken? Ich hab doch überhaupt nichts gemacht. Bobo, sag was. Los, Bobo, sag. Ich bin Scheiße, nein, nicht abdrücken. Ja, dreh dich um, Mann. Dreh dich um. Nein. Nicht abdrücken, nein. Nicht abdrücken. Warte, wir haben noch zwei Plätze frei. Abdruckes. Wenn ihr Bock habt, könnt, komm mit. Was wollt ihr machen? Nein. Keine Ahnung, wir fahren ein bisschen rum und dann schauen wir. Ja, dann lass doch mit alle rumfahren. Ja. Okay, dann schaut euch Kolonne runter. Wie Mafia. Gott, Jesus. Haben wir noch drei Ballers? Scheiße. Ja, ich pack noch. Ich komm mal. Wie denn haben fahren. Uns die Cops dort reingelegt? Welche Cops haben jetzt was gesagt? Du Scheiße, Pibusti Uzi, Mann. Kannst du dir nicht ausdenken. Keine Ahnung, die muss ich dann gleich noch abholen. Bullock war das. Abgefuckter Scheiß. Bullock? Ja. Jo, du lebst ja auch noch wohl. Ja, klar, Mann. Ich bin der Kakerlake, Bruder. Was geht bei dir? Ich hab mich schon angesammelt und er wollte wissen, keine Ahnung, ich dreh komplett durch. Wie heißt das? Ja, das ist nicht das erste Mal. Warum? Jetzt weiß nicht, ich bin hier... Brauchst du Stoff, Mann? Ich hab den Benz, ich hab alles, außer Crack. Ja, brauchen wir Drogen? Roy verkauft Drogen. Wie viel? Oh, Mann, ich bin wieder im Business, nachdem ich 30 Kilo und 100 Gramm was er verkauft. Wo bin ich, Mann? Ja, Grapeseed. Bobo, steig ein. Oh, Crack aus, Mann. Ich baller mir grad Mieter rein. Kai, wir kommen vorbei. Okay, peace. Bis gleich. Ja, Roy, alles wieder im Business, der hat Drogen. Wir fahren jetzt wieder in den Ort. Da ist ein Grapeseed, lass da hinfahren. Okay. Mal gucken, was der alles hat. Steig ein. Wo sind Plätze frei? Vorne ist noch einer, bepiept, glaube ich. Gleich überfahren wir irgendwen. Hier hinten rechts, glaube ich. Ja. Fahr nach Grapeseed. Grapeseed, Mann. Grapeseed, gut. Und dann ist die Birne. Ja, Roy hat alles am Start. Ey! Ich kann mir ein bisschen Crack abstauben. Ein Pinsel hat uns immer noch nicht ausgezahlt. Oh, das werden wir auf jeden Fall noch kriegen von ihm. Hoffe ich. Und da habe ich gelesen, dass da anscheinend schon mal Vorfahren von mir gewohnt haben, Alter. In Grapeseed? Oder wo? Ja, Miss Tucker? Wahrscheinlich. Ja, wir fahren nach Grapeseed gerade. Bist du pinkeln gegangen oder wo warst du? Ja, fährst nur hin. Oh. Also wirklich, du fährst so maximal umständlich. Ja, komm mal, wir haben keinen Platz mehr. Fahr mal hoch nach Grapeseed. Ich glaube, sonst müssen wir noch ein Auto holen, oder nicht? Ja, Mief. Wir fahren Richtung Grapeseed. Habt ihr sonst einen Viersitzer im Kentucky einsammeln? Ja, wir versuchen, für dich jemanden ranzubringen. Keiner von euch beiden... Nee, Taka, irgendwie ist nicht bei uns. Irgendwie ist die bei euch. Ach, bei Nemorinen immer wieder. Ja, in Richtung Grapeseed. Also, wir fahren nach Grapeseed. Mein Beileid. Danke. Wir gehen dir jetzt nachher. Wir gehen den Hämorrhoidenkissen klauen. Nein, du kannst sie doch aufschneiden einfach. Vertrau mir, ich bin Arzt. Ja. Ich brauche trotzdem das Donutkissen. Ich schneide die auf. Nicht. Und dann machst du so ein Dings, so ein Bügeleisen warm und dann drückst du das drauf. Ja? Ja, ich bin Arzt. Ja, dann mach das so. So hab ich das immer gemacht. Ja. Ja, dann können wir das dann machen? Dann ziehen wir ihm gleich die Hose runter, dann können wir die Hämorrhoiden aufschneiden. Ja, ich wäre dafür, dass wir das nicht machen, Leute. Ich mag meine Hämorrhoiden. Hallo, Yoshi. Was ist das für ein krankes Auto? Was ist denn das für ein Alter. Kar? Ja, schießen, ja, schießen. Ja, doch, Traktorreifen. Der fährt schneller als Sultan. Ja gut, ist nicht schwer. Ne? Sultan ist auf 180 oder 190 gedrosselt. Übergezogen! Oh Gott! Verrückter! Du hast Angst, dass Digi dich umbringt, du bringst dich selber mal um. Oh Gott, oh Gott! Hämorrhoiden, ach, ich sag's euch. Man gewöhnt sich irgendwann dran, wie er fährt, ich bin ehrlich. Oh Gott, ich verstehe dich jetzt. Traum! Und du hast Angst, dass Digi dich umbringt, du bringst dich selber um. Ja klar, früher oder später auf jeden Fall. Was denn? Die waren verfolgt. Ich sag dir, irgendwann merkt man das alles gar nicht mehr, wenn man lange genug mit Piep unterwegs ist. Es ist schon zur Gewohnheit geworden. Oh Mann, wir brauchen die Uzi, Alter. Wo sich da vorne ist immer noch Spielstraße, oder? Ja, denk an die Spielstraße. Oh Gott, das macht... Puh! Alter, wir packen da mit noch eine Straße. Gibt's den AOD noch? Keine Ahnung. Ich hab nur Wald gesehen und ein paar andere noch.
Einfach irrelevant. Hast du nicht mitbekommen, die Leute? Weil da waren ja gar keine gerade. Oh Gott! Hämorrhoiden! Oh Gott! Hämorrhoiden! Ich sag dir, der Verfolgung sagt, es ist richtig angenehm. Deswegen fahre ich nicht mehr zu Verfolgung. Einfach hochnehmen. Hier ist das Crankhaus. Super. Von Roy. Das ist der größte Ticker in der Stadt. Also der John. Der Royal. Keine Ahnung. Irgendwie so ein Typ von DOA will ein Kilo Gras von uns kaufen. Super, hier wohnt der Roy. Das ist der größte Ticker in ganz Sandos. Okay. Das hier ist das Crankhaus. Okay. Und wenn wir den snitchen, kriegen wir Taser. Oh. Wen snitchen wir? Ja, Roy, Mann! Oh, was geht, Mann? Ich hab Besuch alles mitgebracht. Alles Junkies. Oh, was geht, ihr Junkies? Was geht bei dir? Warte, ich mach mal die Mucke aus, Mann. Ja. Oh, mach mal Platz da, Bruder. Oh, Shep hat's mal eine geile Anlage, oder? Leute, ihr fühlt euch wie zu Hause im Crackhaus. Alles eingehaucht. Hier nicht. Oh, ist schon schön eingenebelt. Oh, was geht, Mann? Jo, was geht bei dir? Lebst du noch? Jo, geht. Jo, Alter, Omi, man, brauchst du was gegen die Rückenschmerzen, Mann? Jo, was geht ab? Geh mal her damit. Ja, lass mich jetzt mal aufrauchen. Ey, Jungs, Homies, Boys and Girls, jo, was geht? Willkommen im Crackhouse. Die besten 10 Minuten deines... Geht. Jo, warum bist du... Jo, warum bist du überkörperfrei, Mann? Hast du, weil ich so geschwitzt hab gerade. Ich hab, glaube ich, 6 Cops aus dem Leben getreten. Vom Roller aus. Oh, scheiß Cops, Mann. Was? Wer ist denn die Omi, Mann? Hat die Bock oder was? Das Oma. Ah ja, was geht mir das so, Mann? Aber sind die anderen Gangster? Was geht, Mann? Ich kenne euch doch. Ja, was geht? Bist du, wieder am Hustlen? Scheiße, Mann. Ich hab die ganze Zeit hier Tekken gespielt auf der Playstation, Mann. Aber du tickst wieder. Ich tick die ganze Zeit, Mann. Immer. Im großen Stil? Nee, Mann. Ich mach nur so Street-Shit, yo. Ja, guck mal, nachdem ich mit 30 Kilo erwischt worden bin und einen Monat im Knast saß, hab ich gar keinen Bock. Gott. Ja, stimmt. Aber Chuck hat mir gesagt, dass du im Knast warst. Guck mal, was willst du? Ich brauch Hasch. Pup, genau, die Oma braucht Hasch für die Cookies. Ja. Okay. Pup, du Wichser. Mann. Hi. Jo, warte, ich mixe dir erstmal ein, jo. Warte, ich geh mal in die Kirche, Mann. Ui. Hallo, MDK. Jo, P, Bruder, Mann. Ui. Was geht? Du kennst dich ja aus, fühl dich wie zu Hause, Mann. Ja, klar. Was ist mit Kuba los? Das mal die. Wie cool ist Papi hier von der Juicy? Ich sagte, dass der Buch ist so für die Prime 7.2. Finally, vielen Dank. Ein bisschen benebelt hier. Ich mache auch die Fenster deswegen nicht auf, Mann. Ja, auf gar keinen Fall. Das ist günstiger. Ich bin nicht angekommen. Ja, Roy, was ist mit Crispy und so? Gehut. Oh, keine Ahnung, Mann. Ich hab angerufen. Ich hau was zu trinken, Mann. Komm, fahr mal runter, Mann. Ach, ja, ich, Alter. Da muss ich jetzt die Hände hochheben, Mann. Wollt ihr mich überhaupt nehmen oder was? Nein, Mann. Kolonne gekommen, Mann. Okay, Mann, cool. Nee, ich hab angerufen, Mann. Und der Erste, den ich angerufen hab, naja, du warst der zweite Curtis, ja, und du bist rangegangen und dann habe ich nicht mehr weiter angerufen. Der Crispy hatte mir mal geschrieben, ob ich die Nummer von Bullock hab. Okay, cool. Seitdem hat er nicht mehr geantwortet. Oh, er hat keinen Rings zu essen? Kann ich die essen, die Rings, hier im Kühlschrank? Jo, ey, das ist das Crackhaus, Mann, das ist jeden offen, Mann. Oh, du hast auch Coke. Eine Coke nehme ich auch, Bruder. Oh, da muss noch ganz andere Sachen im Kühlschrank. Außer irgendjemand hat sich schon wieder was schibitzt von euch, Wichser. Aber das Crackhaus ist legendär. Das ist richtig lecker, was ist denn da drin? Jo, ein bisschen Hustensaft und eine Sprite, Mann. Oh. Ey, ich hab eine Frage. Hat kein Schöpfchen offen oder was macht ihr alle hier? Haben wir schon. Wir haben einen Liquor-Store überfallen vorhin. Sind schon alle leer? Okay, braucht noch ein bisschen jemand was? Ich hab noch ein bisschen. Apropos, Roy, kannst du mit dem Scheiße was anfangen? Mit was für Scheiß? Ich würde was nehmen, wenn du was hast. Oh, klar, geht halt auf mich, Mann. Oh, perfekt. Oh, wir wissen nur, ich kenne dich nicht. Ja, klar, weil ey, ich weiß, was mit angefangen ist, kann ich verkaufen. Oh, danke für die Nase, danke, perfekt. 200 oder 400 Dollar kriege ich dafür, ich weiß es nicht. Ja, Coop, was willst du haben? Roy, hast du sowas, was du der Oma gegeben hast? Na, von jedem bisschen was. Oh, dann warte, muss ich in die Küche, Mann. Ne? Ja, Roy, machst du dem Coop eine Junior-Tüte fertig? Von einem was bisschen. Was soll ich dem fertig machen? Eine Junior-Tüte. Ein Happy Meal. Oder ein Happy Meal. Von einem bisschen, ich zahle. Oh nein, Mann, es geht auf mich, jo. Ohne Spielzeug aber. Oder mit Spielzeug. Mit Spielzeug. Das trug ich am liebsten. Echt super. Aber willst du mehr Eiswürfel oder mehr Sprung, Mann? Mehr Lied.
ihn bitte. Okay. Hast du noch Ryan, der das versteht, jo. Krank, ekelhaft. Warte, was? Auf dem Boden gearscht? Der Boden besteht hier aus Asche. Alter. Weißt du, warum eigentlich hier der Teppich fehlt, Mann? Wir haben ungefähr 30 Leute auf einem Haufen gelegen. Wir haben das abgerieben, ja. Bei der Release-Party. Da war hier ein richtiger Gangbang. Du warst doch gar nicht da, Mann. Doch. Ach so, Pinsel, ich kam später. Immer. Echt? Weiß ich nicht mehr. Oh, warte, du wolltest was, oder? Jo, hau drüber die Tüte. Der Becher wird gar nicht leer. Oh, der ist riesig. Noch einmal davon, trink erstmal was. Warte, bevor du trinkst. Oh, Kokain, Mann. Hier ein bisschen Kokain, yo. Zum Hochfahren. Und wenn du nachher zu viel übertrieben hast, Mann, brauchst du auch natürlich noch was zum Runterkommen, yo. Was ein schöner Tag schon wieder. Perfekt, danke. Ich muss noch ein paar Sachen in den Kühlschrank packen. Ja, was geht, Mann? Ich will noch was unternehmen. Machen wir was? Ja, let's go. Ja. Heute war schon nervend. Dann haben wir uns mal 10 Liter rein hier. Oh, wenn jemand Kokain will, ist im Kühlschrank. Nee. Ich brauch nur das Hasch für die Kekse. Ach so, das Hasch. Ja, warte. Oh, ich war kurz. Ja, Coop, schnapp dir direkt die Nummer von Roy. Das ist der dickste Ticker hier. Im Grape sieht vielleicht. Wenn ich gleich fertig bin mit dem Becher. In der Stadt dealt keiner mehr. Pinsel hat voll viel aufgekauft, aber der vertickt nichts. Der hortet das nur, der Vollidiot. Ja, der hortet das nur, der Idiot. Jo, Omi, Mann, mehr Hasch hab ich nicht. Die Kaffee nehmen, danke für 5 giftige Zaps. Ja, es geht halt alles auf mich, Mann. Gute Laune. Aktivitätscheck jetzt mal hier. Oh, wo sind die anderen? Okay, lass rausgehen, Mann, das war das Unternehmen, jo. Gott. Warte, das ist ein Piepenschirm, Alter. Egal. Ja, die können keine 5 Minuten chillen, Mann. Ja, die haben alle Hummel im Arsch. Dann zieh ich doch die Scheiße, dampft immer, Mann. Oh, wo wir fahren. Ja, wohin, Mann? Du musst piepeln. Gott, Jesus. Schabbausra haben anscheinend. Wonach riecht das? Ja, wo ist Piep? Ich nach Po. Er fühlt sich jetzt, die Scheiße. Ach, ne, dreckigen Sprung riecht das. Chat, hallo. Alter, so lange war ich hier schon ewig. Nehmt euch ein Tinkepäckchen. Hört mich an, Mann. Macht irgendwas. Zeigt euch. Kann ich mit dir teilen, Leute. Das MDK ist nicht so stehen. Oh, ihr Motherfucker muss piepeln. Wie gesagt, ein Schab ausrauben wahrscheinlich. Ja, gut, ist nicht schlimm. Oh, was denn? Alter, früher hat er unterwegs noch was konsumiert und hat noch ein bisschen gechillt und dann hat er ein Schöpfchen gemacht. Ja? Ist doch ein Piep. Scheiße. Dann willkommen sofort. Ja, lass mal irgendwas machen. Aber okay. Sollen wir zurückkommen, ja? Der Pisser? Dann geht's erstmal auf die Fresse. Dann willkommen sofort, ja? Yes, sir. Wir doch eh noch Crack von dir eigentlich. Wir sind am Klamottenladen, die kommen jetzt. Ich hab alles außer Crack, Mann, das ist schon wieder ausverkauft. Also ich würde Lean nehmen. Ja, ich auch. Oh, warte, sag das doch. Ich würde sonst Zelt mit dem Becher holen. Ja, Pfeif auf. Sicher, ist immer noch ein bisschen Scherz. Pest euch hier! Piss dich! Fahr weiter! Lass mich warten, Piep macht den Shop da vorne. Mit absoluter Sicherheit. Der Wichser. Ja, warte, der räumt doch meine Hut aus, der Wichser. Ja, fuck. Scheiße, wir müssen Piep helfen, komm! Pass auf den Becher auf! Ich hab schon wieder Schwankschwinde. Junge, Alter, das ist so hyperaktiv alles. Bei mir dreht sich auch. Los, weiter! Das ist so anstrengend. Pushen! Ja. Oh, da wohnt Pokémon. Fuck, Alter. Scheiße, bis wir da sind, ist die Action vorbei. Warum wird Shell gestreichelt? Oh, das ist nichts für mich. Ja. Okay, wir sind da. Wir sind an der Tankstelle.
Das soll die überfallen? Oh, hier kommt die Tankstelle! Oh, da wurde gerade die Tankstelle überfallen! Wie was? Das war dir, ihr Wichser! Die Cops sind hier! Mit dem, Mann, ich kenn den, yo! 993. Oh, Kunzi, kommst du mit dem Nasebruder? Hm? Ich wollte doch jetzt hier keinen Ärger haben, also verzieh nicht. Ich mag keinen Koks, aber danke. Hallo, Jesus, wer zum Mann? Scheiße. Ist aber gefahren, du hast ihn gegeben. Oh, ich bin echt der Audi. Du hast ihn richtig gezeigt, Mann. Sag mir den aus. Oh, warte, ich steig hier mit ein, Mann. Ja, wo sind Plätze frei? Ja, Mann. Hier ist noch einer frei. Hier ist bei uns irgendeiner pudert sich die Nase. Ich kann sagen, Bobo ist gleich. Ich glaube, wir sollten hier weg. Ich glaube, die haben Verstärkung. Brauchen wir mehr Karren? Ich wollte auch nicht mehr Karren. Mehr Karren. Ja, wir können Popo hier nicht zurücklassen. Ey. Jemand muss Bobo noch mitnehmen. Oh, ich glaube, ja, einen Platz haben wir noch. Aber ich glaube, wir sollten so langsam hier weg, weil. Ja, dann nehmt ihr Bobo mit. Bobo, zieh die Nase schneller, du Idiot. Los, Bobo. Bobo, zieh schneller. Hi. Den zieh ich da gleich raus. Ey, es sind immer noch Firmenwagen. Fahr doch einfach in den Shop, kein Problem. Bobo, beeil dich, die Hunde. Bobo, komm doch jetzt, Bobo! Was? Bobo, komm jetzt, los! Ja. Oh, mach, komm, mach Platz da jetzt. Oh Gott, die haben einen Pit-Jeep. Ja, los, komm her. Oh nein, Sheriff. Oh Gott. Oh nein. Oh, und Bobo hat eine Kippe. Bobo. Mach die Kippe aus, Bobo. Bobo, Kippe aus an der Tanke. Wo ist die Linke? Mach die Tür auf. Das ist unglaublich. Komm jetzt, Leute, komm jetzt. Ja, na klar. Wohin denn, Mann? Soll ich die Tankstelle in die Luft jagen? Soll ich dem den Hut runterschießen? Was ist denn hier los jetzt? Ja. Die Tankstelle in die Luft, sag mal, was ist denn hier los, Mensch? Ja, das ist unsere Gegend, Mann. 895 Grave Seeds, Curse Curb, oder? Ja, das mag sein, aber ihr könnt ja nicht irgendwie den Leuten verhindern, dass wir hier unsere Arbeit machen können. Ja, natürlich kann ich das, wenn du nicht gleich eine Bullet in dein Helm willst, yo. Das ist meine Gegend, ja, komm, Wichser, yo. Wir beruhigen uns jetzt mal alle in den ganzen Nummer. Oh, Mann, ich hab mich gar nicht zu beruhigen, yo. Ich bin total drauf. Fick dich. Abfahrt. Abfahrt! Das war der coolste Abgang, Alter. Das war so ein cooler Abgang. Wohin überhaupt? Na, wir fahren rum. Hauptsache hinterm Berg, dass sie uns nicht mehr sehen. Ich würde sagen, die fliegen uns gleich auf den Kopf. Ich sag's dir, gleich kommen die angeflogen. Ich bin jetzt schon am Fliegen hier, Mann. Ja. Außerdem muss ich weg, Mann. Ich hab locker. Lass mal fetzen, lass mal fetzen. Ich bin voll gestoppt mit Drogen, Mann. Ich gehe lebenslänglich. Ja. Ja, lass den Stand. Warte, ich guck mal, Wiener. Ja. Da fahren wir doch erstmal. Bei Roy einsteigen, der sitzt alleine im Auto. Oh, gut. Oh, das ist kein Problem, ich komm damit klar, Mann. Okay. Nein. Sie passen sich an. Dabei wollten die einfach nur ihren Job machen. Ja, fahr. Was? Also man muss ja sagen, nach so einem 2 Liter Cup Sprung sieht der Norden ja schon schön aus, ne? Ja, aber der sieht aus wie Wackerpudding dann. Ah, ist echt hübsche Gegend hier dann. Leute, warum warten wir nicht auf den? Hat die gesagt, fahr. Wir lassen nicht so schnell fahren. Was hat Quinsley da eigentlich für ein Auto, Alter? Oh Gott! Schon wieder vergessen? Stimmt, wo ist Tucker? Tucker ist in Reus Haus, wir müssen mal zurück. Wir haben Tucker vergessen. Du hast ein Auto, ja, dann komm mal, Fluglandebahn hier. Wusste noch, das Royal Beifahrer hat nochmal. Oh Gott. Ich bin so doof. Geistermädchen. Wie sagt der Mann? Ui, Gott. Memorin. Gib schon wieder Arschmatzen, oder was ist da los? Oh Gott! Oh, ich hasse den. Wieso fährt der überhaupt, dieser kranke Wichser? Weiß es nicht. Ich hab Angst in diesem Achso! Also wirklich, stell dich nicht so an, Terry!
Gott. Krieg deine Hämorrhoiden in den Griff. Dann krieg du den noch unter Kontrolle. Können wir bitte hinten fahren und nicht vorne? Hier, entspannt euch kurz mal, ich geh pissen. Wow. Ich freue mich, Erfolg, Mann. Sag mal, Piep, wo sind eigentlich die anderen zwei Söte hin? Solange ich pissen bin, Mann. Klar, was? Ja klar. Okay, cool, komm her, Mann. Alter, was machst du eine Maske auf, Mann? Wir haben gerade den Laden aufgebaut. Ach so, nicht im Laden. Ach so, ja, stimmt. Doch, ja. Oh, hier, Mann. Verteil das mal. Guck mal, da, Mann. Hey, Leute, wir haben ein bisschen Schnee im Sommer. Ich zieh mir erstmal eine Nase und eine Palette dahin. Ja, ich hab auch schon gehabt. Warte, ich hilf dir, komm mit. Alter. Du musst doch rechts auf Tank schießen, ja. Du musst auf den Tank schießen! Achtung, geht mal da weg! Alter, machst nicht das ganze Haus, das Haus hier! Nein, der Wolf steht da, der Wolf steht da, hör auf! Was ist denn mit euch? Was ist denn mit euch? Da steht ja wirklich Wolf! Krank! Was ist denn mit dir? Was macht ihr? Wartet auf Wolf! Los, AK, schieß! Nein, da steht Wolf, du da Idiot! Da steht Wolf, Mann! Nimm den hier draußen ist doch einer. Nimm den, wenn du unbedingt irgendwo rausschießen willst. Das wäre ein Abgang wie Team Rocket gewesen, sag ich dir. Das hat den Bobo letztes Mal auch nicht interessiert. Autos. Was denn? Der Bobo ist auf einem brennenden Gaskanister zugelaufen einfach. Oh mein Gott. Das war auch ein kleiner Moment, sag ich dir ehrlich. Ich war so doof, ich hab nichts mehr gesehen, sag ich dir. Der ist aber halt auch keine Augenbrauen und so ein ganz komisches Kinn, was dem Piep fehlt. Ja, das hab ich auch schon gesagt. Bisschen aus wie Peter Griffin. Was machen wir jetzt hier? Was machen wir? Oh, warte ja, auf Roy, der ist pissen. Und danach... Und wer bist du? Ich diese Halle wer in die Luft. Wer bist du? Oh. Where is... Ja, ein bisschen GTA Live abgefahren, Alter. Ja, da komm mal mit. Ich esse jetzt ein Gummibärchen. Hier, mach's auf der Motorhaube. Und vielen Dank für den Resub am 16. noch. Dankeschön, Bruder. Der schleudert euch das weg, pass auf. Warte, ich muss einmal noch ziehen. Einzug noch, Einzug noch. Runterbücken auf die Motorhaube. Kurz abasche, warte, kurz abasche, Einzug noch, warte. Ja, okay. Wenn wir aber, ja? Naja, ich soll dir sagen, entweder der Hammer, die Limousine, die wird weggefahren. Oder die wird jetzt abgeschleppt. Warum? Von den Cops, weil die irgendwie zur Hälfte auf der Fahrbahn steht. Ja, das müssen wir verhindern. Ja, dann lass kurz dahin. Okay. Ja, warte kurz, lass sie nur kurz hier sein. Ja, doch. Ja, wartet kurz. Hast du? Ja, komm. Ja. Zieh weg, jetzt knallst du rein. Oh. Uiuiui. Unter der Motorhaube. Maddie, die haben geflippt, Hirn, sag ich dir. Damit es direkt ins Hirn geht. Steh ich den Weg oder was? Wo steig ich an, Lottisa? Oh, es steigt ein. Ich will die Hütte hier in die Luft jagen, Mann. Steig doch bei Rai ein, sonst. Ja. Was ist denn der Plan eigentlich? Wir wollen unser Kang abschleppen. Auf geht's, Lothar! Fuck ja, was hast du denn gemacht? Was war das? Ja, was ist dann so? Kann ich. Was macht der denn? Hin? Haben wir wieder jemanden vergessen? Das ist nicht gut, dass Piep vorfährt. Nee. Er fährt auch einfach immer ein Rennen gegen sich selber. Ich kann mich nicht mehr im Juden, Alter, Mann. Ah, der Oggi ruft an. Hey, Oggi, was geht denn? Tja. Wo bist du? Ihr habt wirklich Terry vergessen? Halt dein Maul! Ach, Mann. Hallo? Gott. Wir sind oben. Lass mal den Oggi abholen. Jo, wir fahren ja, der Taxi kommen. Komm, Taxi-Zentrale, wir kommen dahin. Kannst du Piep anrufen, dass der auch dahin kommt? Wir fahren so oder so schon dahin. Ja, alles klar. Bis gleich. Tschüss.
Hölle wartet. Ach, der sich traut, noch heute aus dem Boot zu kommen, der Wichser. Den kriegen wir da vorne. Bis nach vorne wippen, komm mal. Omi? Hallo? Jungs? Okay. Cool, Windschatten musste. Cooper? Okay. Komisch. Gibt's doch nicht, der Club fährt 220. Hallo? Hallo? Da war ja was. Oh, was ist hier denn, Alter? Upa! Okay. Warum ist da dich? Pieche, piech. Ist nicht. Oh, das Koks knallt gerade gut rein. Oh, oh. Was ist hier denn los? Hände knallt! Gleichzeitig angekommen, das ist ja komplett krank. Hände knallt! Hände knallt! Alter! Alter! Ja, ich hab den Not noch, klar. Was sind die? Nein, ich will das gar nicht. Ich... Was sind die? Was sind die Schweine? Oh mein Gott, wir müssen die Wasser holen. Ich komme nicht weg. Scheiße! Ich bin Baller! Wir sind da drüben! Ihr dummen Schweine, ihr Schweine! Ah. Das macht Spaß, das ist krank. Das ist komplett krank. Ich hab gar nichts gesehen, ihr wollt mich doch verarschen. Da kommen immer mehr! Scheiße, Omi! Ich brauch Munition! Ich bin selber am Arsch! Ich hab Munition, wo hier? Komm her, schmeiß rüber! Schnell! Warte! Komm zum neuen Taxi, dann schießt er gegen die Kopf drauf, schnell! Jo, wo ich denn? Bei Taxi! Wo ist Taxi? Das ist beim Lucky Plucker in der Southside. Aber die Feuerwehr. Alles klar, man, bei der Feuerwehrwache, bis gleich! Ach, oh Gott, die. Oh Gott! Ich brauche Munition! Ja, warte, ich geh wieder! Oh nein! Der wurde getroffen, schnell! Ja, oh Gott, ich schieß von da oben! Ich schieß von der Treppe hoch, ich will nicht! Das ist krank! Oh Gott! Ich bin Feuer! Warum passen die Kugeln nicht in den Hammer rein? Was soll das? Scheiße! Ich will das nicht! Was machen wir? Kämpfen wir weiter? Geben wir uns? Ich weiß es nicht, Bobo! Ich glaub, wir packen die Knarre weg und nehmen uns hin, oder? Aua, ah, ich wurde getroffen. Aua. Aua. Diese Schmerzen. Aua. Scheiße. Macht man das so hier? Keine Ahnung. Und dann? Weiß nicht. So ruhig.
Alles ist so ruhig. Ich pack mal meine Waffe in meine Handtasche nicht. Gib Zeichen. Darf ich die auch da rein? Ich tu die auch mal da rein, oder? Ja. Ich trau mich nicht nach vorne zu gehen. Passt da nicht rein, verdammte Scheiße. Das ist so schwer zu treffen ohne Fadenkreuz, Alter. Was du da? Ich grabbe hinter die Haare. Krank. Scheiße, auch geht's dir gut? Lord Jesus, oh nein. Fuck. Wir haben jetzt alle die Glissis weggesteckt. Scheiße, der wurde angeschossen hier. Oh nein. Soll ich ein Signal geben, dass die Cops reinkommen können? Ja, oder? Ich will mal... Ich weiß nicht, was hier los ist. Haben wir irgendwo eine Schwank? Ich will mal knapp weg. Bobo, mach deinen Kofferraum auf. Gute Idee. Hallo, Sir. Ja, gute Idee. Schnell, beeil dich. Die sind nur noch Zivilisten. Wann damit, Lothar? Schnell. Schnell. Scheiße, ich kann nicht... Oh. Fuck, der geht nicht aus. So. Bleib bei uns. Oh, der geht nicht auf. Der geht nicht auf, Bobo. Oh nein. Eine Kinder... Eine fette Klage. Scheiße. Da ist, ja, schnell. Okay. Geht ja mal gar nicht. Aua. Scheiße, die schönen Clubs. Geh sie vor meinem Auto. Aua. Ach du Scheiße, ey. Ich hoffe, die Medics kommen. Was ist ein Pinsel? War Pinsel dich auch gerade hier, Mann? Ja. Unter uns. Ich wurde nicht getroffen. Pinsel? Können wir weiter vor? Gott, was ist hier los? Was passiert? Was ist hier passiert? Oh, ich weiß es nicht. Oh Mann. Krank. Nimm erstmal hier die Waffe weg, meine Güte. Pick dich, Walker. Pick du dich. Warum schießt ihr auf uns? Was war das? Hallo. Auf den unbewaffneten. Ihr habt geschossen, einfach so. Und auf den Omas habt ihr auch geschossen. Oh Gott. Hab ich ganz genau gesehen. Oh nein. Oh Gott. Oh nein! Oh Gott, Bobo, ich leg mich mal auf dich. Oh. Ich wollte doch noch ein Schöpfchen machen. Die gelbe Front, kommt. Ich bin hier mit Blake her in Sicherheit in der Feuerwache. Ist der letzte Weg? Ist der letzte Weg? Ist die Oma tot? Nein, noch nicht. Comment. Ja. Nein, reicht alles aus, sind auch schon hier. Erstmal alles draußen auf Bereitschaft bleiben, wir sondieren hier noch. Ja. Scheint sie ja Glück gehabt zu haben. So, wo hat sie denn erwischt? Ich guck mal hier. Ich wurde nicht getroffen. Mir geht's gut. Ich habe mich die ganze Zeit hier drin versteckt. Einfach runtergeschmissen, dann als es losging, ja? Ja, genau. Sehr gut. Ich habe die Oma beschützt mit Bobo. Das ist sehr gut. Ja, wenn noch nicht wahr sein, ey. Sollten, dann, wir sind in der Feuerwehrwache, ne? Ja, alles wo klar. Wo bist du? Gott. Alle. So, ne, ja. Ja, alle. Oh, jo! Oh, wo bist du, Mann? Ich bin hier im Auto! In der Feuerwehrwache! Ey, Alter, ich raste davor, du steckst ein, ich hau ab! Nee, die Cops sind hier! Ja, ich weiß, ich sehe aber. Dann, ja. Wenn noch was. Komm, wir holen jetzt mal Piepmann mit. Ja, ja. Ich hol jetzt erstmal Piepmann gleich. Oh, Gott. Ja, aber der. Gott! Oh, Mann, geht's dir gut? Ach, wurdest du getroffen? Nein, wurde nicht. Ich hab mich versteckt. Okay, sehr gut. Ja, du hast dich super unter das Auto geholt. Okay, dann. Gott, diese Polizeigewalt in dieser Stadt. Die haben doch gar nichts getan. Ja, die haben einfach das Feuer eröffnet. Hey, ja, brauchen Sie was von mir, Mann? Da sind wir nochmal gut davon gekommen.
mit dem Leben, Oma. Schon wieder geschossen. Hast du nicht geschossen? Nein. Ich weiß nicht, ich bin kurz zum Ecke pinkeln gegangen. Und als ich fertig war, waren auf einmal Schüsse. Nee, eben gerade hat auch nochmal jemand geschossen. Ach so, das weiß ich nicht. Hallo? Lebst du noch? Ja, wir haben auf Kopf gefasst. Ja, wir müssen uns hier rausholen. Ja, warte, ich komme oh mit einem Gott, Limo. Das ganze Auto ist voller Blut. Bis gleich. Junge, guck dir die Karre an, Alter. Wir wurden hier zerfetzt. Alter Schwede. Guck dir das an. Alles zerschossen. Ja, Bobo, guck mal hier. Die ganze Karre ist voller Blut. Ja, wo ist Cooper? Aua. Hier drin ist alles clean. Ja. Die ganze Karre davon ist voller Blut. Mosch, wir bleiben erstmal hier. Guck dir das mal an. Alles voll durch was hier. Oh alles Gott, kaputt. Alles kaputt. So, wer möchte denn als nächstes mit mir sprechen? Ja, warum, ich. Warum wird hier geschossen? Ja, das versuche ich ja. Doch gerade rauszufinden. Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe mich vor Schock, also ich habe. Und wo ist mein Kumpel Cooper? Versteckt bei der Strip-Pole. Ich glaube, das ist was passiert ist. Bobo und ich haben auf die Oma aufgepasst. Nur Schüsse. Okay, haben Sie mir mal einen Ausweis, damit ich einen Namen mit aufnehmen kann? Aber sowas von. Sehr schön. Ich merke das schon wieder, du guckst wieder, ne? Okay, wunderbar. Dann haben wir das schon mal. Geht's euch soweit allen gut? Oh, ist Cooper. Nee. Ja, bitte. Oh, Miles, was geht denn? Du weißt doch, wer ich bin, hä? Also, ich will nicht schon wieder die nächste Kippe wegschmeißen, komm schon. Da drüben liegen überall Leute. Lass mich kurz auf, Roker. Wir gehen gleich nochmal. Den Nikotinbedarf deines Kollegen. Kommen wir alle ein bisschen in Deckung, da laufen drei Leute herum. Oh nein, nicht schon wieder. Oh, nein. Achtung, Leute! Was denn? Oh, alle in der da oben! Bereit machen. Da oben! Blinks! Oh Gott, nicht schubsen! Da oben! Ach. Also, wenn ich nicht mal voll puste, tut mir leid. Da, kurz. Komm, die haben Knacken! Oh mein Gott! Oh Gott, oh, man geht in Deckung! Ich ja, ich mich auch! Oh. Ich sehe nur Füße unterm Auto. Oh Gott, hier ist eine Kugel eingeschlagen. Ist der Blut? Ja. Oh mein Gott. Was ist hier los? Mein Gott, ey. Was ist denn sehr los? Alles gut, ja. Ja, wir haben Schlamm. Alles ist gut, wir legen uns nur hin. Alles gut, wir haben uns nur hingelegt, damit wir nicht getroffen werden. Super, das hat doch richtig gut. Vielleicht. Vielleicht sollten wir lieber erstmal hier weg. Ja, kommt mal mit rein, bitte. Das seid auch mal sicher. Das ist ja auch nicht sicher, da wurden wir ja vorhin fast durchsiebt. Nee, wir kommen mit rein in die Ecke. Da geht das. Also da wo ich jetzt stand, war auf jeden Fall sicher. Okay. Genau, geht mit dir dahinter. Das durchsieben die nicht. Am du Scheiß, brauchst mal eine Kippe. Ja, dann Zündung. Kippe gehe ich mit. Also Kippe gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich schon diese scheiß Kriminellen, die auf Polizisten schießen hier. Ja, vor allem, wenn Medics im Haus sind, ja, also das ist schon mal gar das nicht gut. Ist asozial. Ich hätte fast meinen Krog verloren. Diese scheiß Kriminellen. Ja, die Sache hat angefangen, weil die Cops rumgeschossen haben, oder nicht? Scheiße.
Ja, ich glaube, wir können wieder raus. Ich hoffe. Alles. Ja, das wird von der Polizei guck bezahlt. Das, das ist ein Millionenschaden. Welcher ist es? Die ganzen Karren sind kaputt. Und warum? Da vorne liegt jemand. Kommt eine Triggerfinger. Kann man sagen, soll die Medics dazu holen, ja. Also die steht ihm echt überhaupt nicht. Oh Gott, wer ist das? Da bräuchte man einen Stilberater. Der ist tot, typ. Oder? Ich weiß nicht, die rote Socke. Ist der tot? Er ist bestimmt tot. Ach, die drück ich mal leer. Sehen Sie Dr. Chuck, wäre ich jetzt noch... Ich finde es aber auch schön, dass wir gerade hergelaufen sind, um Sorgen und die Cops das nicht interessiert hat, dass er hier gelegen hat. Ich spule den ein. Scheiße, man geht's hier. Die sind gut? Doch krank, die Scheißkriminellen. Oh Gott, ja. Ach, doch, die. Zwei oder drei. Gott, das ist die Hilfe. Von der ich muss wieder dahin. Fick dich, Walker, du scheiß Druide. Die koordinieren sich gerade selbst noch. So, was willst du? Ach so. Ja. Ich hab ein Club erwischt. So, Alma, bitteschön. Gott, oh Gott. Was ist hier nochmal passiert? Warum ich weiß es mit... nicht. Ich war pinkeln. Ich auch. Und dann habe ich einfach geschossen. Ich nicht. Ich war noch pinkeln. Mann, jetzt hat der Walker mir meine Kippe versaut, der Wichser. Aua. 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 Soweit alles aua. Heil, alles in Ordnung. Aua. 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 Walker, du schuldest mir eine Kippe. Aua. Feldrasieren, lauf. Im Jojo, der braucht ja auch Hilfe. Ja. Hey, du Kriminaler, lebst du? Ja, ich hab gerade vielleicht ein Problem, Mann. Wir müssen euch rausholen, yo. Verdammte Scheiße. Wir haben uns neu formiert, Mann, eine Mega-Mord. Die ganze Wiese ist voller Blut. Und na, je nach, getreu nach dem Motto, watch your back, verstehst du? Und die haben nicht ihr Back gewatcht, ja. Und doch, und das gleich. Scheiße, Mann. Alles ist voller Patsche. Und deine Hose rutscht. Ja, ey, ich war letztens, Mann, ich hab Burger verkauft vor so einem Banküberfall. Und ich bin da reingegangen, hab Burger verteilt, die Wichser haben mir die Hose hochgezogen. Ja, ich halt das was aus. Was denn das für Arschlöcher? Hey, ja, wenn ich herausfinde, wer das war, Mann, ich bring dir um, Mann, mir zieht keiner die Hose hoch. Das war bestimmt dieser Pinsel. Ey, war bestimmt der Lost. Ja, der Siggi, der Wichser. Aber ich weiß es nicht, Mann, die waren alle was. Das war mit Sicherheit der Lost, oder Gambino? Gambino. Ja, Cooper, Mann, geht's dir gut? In den verdammten Fuß geschossen. Verdammte Scheiße, das war der Walker. Er hat 5% Treffsicherheit geskillt mit seinem Druide. Der kann gar nicht verfehlen. Gott. Und heute Abend wieder Goldshire. Bisschen Dancen für Gold. Ja, sehr. So ekling, du. Verdammte Scheiße. Werde ich machen. Danke. Ich fasse das alles nicht mehr, diese Gewalt. Ich ruf den mal an. Cooper und Roy wurden noch erwischt. Sonst sehe ich keinen. Nein, ja, nein. Die werden alle erwischt haben. Ja, aber sie gehen auch nicht mehr dran, ey. Oh, Scheiße. Auch nicht. Alter, Vollidiot, wirklich. Ich meine, da wird doch jeder rausgekommen, oder nicht? Ohne Probleme. Ja, wenn wir jetzt wie eine Horde auf die zurennen und die wegboxen, können wir abhauen. Nee. Wir nicht? Können doch auch so abhauen. Also, ich kann sagen, wirst du hier behalten? Ich weiß es nicht. Ja, dann geh doch einfach, dann passiert das nicht. Geh du doch, du Penner. Ich wohne hier. Ich schlag dich gleich. Warum? Na, warum bist du so frisch? Nee, ich habe ja nur als Tipp gesagt, geh, wenn du Angst hast, mitgenommen zu werden. Also dann ach, geh dann jetzt, bevor die halt merken, dass du noch mit musst, weißt du? So meinte ich das. So, ich muss nicht mehr. Das? Ich weiß nicht. Das ist der Reparaturservice von uns. Sie haben geschlossen. Nein. Fick dich. Okay, ich wieder, du Wichser. Ach, hallo. Was
Wie, du hast geschlossen? Ja, Luftrohr ist gerade ein bisschen bleihaltig. Oh. Ja, gut, ne? Also das eine Tor ist Schweizer Käse, sage ich euch. Welche Arme sind das jetzt alles? Ich guck am besten mal über alle Clubs mal drüber. Die beiden Sultäne. Die Limo ganz ein bisschen nervös. Die Limo, die über alles, Autos, was da hinten steht. Ja, Oma, herzlich willkommen Los Santos. Also eigentlich alles, was du hier auf der Straße hast. Ja, die Oma, könnten sich kurz eine Runde entspannen, bitte? Okay. Ach, ich hab hier so ein Spezialwerkzeug. Hast du gerade meine Oma geschubst? Nein, das war ich nicht. Also ich würde einfach mal sagen, alles, was in der Garage steht und alles, was hier auf der Straße steht. Okay. War nämlich ein Riesenfeuergefecht. Ja. Ich hol mir jetzt einen Besen, denn nobody cares. Boah, die haben die ganzen Karren zerpflückt hier. Wir alles voller Blut hier. Oh Gott. Mein Gott, so viel Patsche habe ich noch nie gesehen. Bobo, du kannst ruhig mal helfen. Ja, ich hole eine Bese. Die machen echt gute Arbeit von der Autobahn. Das fahr mal ein. Ja, mach mal überall Wasser. Oder Salz, das hilft doch beim Schnee. Stopp, hallo, stopp. Jetzt ja, überall bitte. Blut. Ja, dann machen sie doch sauber. Mach ich doch, du Wichser. Das heißt Sie, Wichser. Sie, Wichser. Sie, Wichser, wir sind ja immer noch höflich. Also bitte, solche Fäkalsprache. Ich mach hier mal ein bisschen Wasser drauf. Ganz Auto voller Blut. Au, aua! Das kommt davon, wenn man da rumrutscht. Scheiße. Wie ein Showbabe. Oh geil, jetzt sehen wir wenigstens richtig gefährlich aus. Ja, mach mal mehr Schaum hier, genau. Richtig. Ja, oh, genau. Raumservice hier bitte. Ja. Ochsenstopp. Oh. Kommt der auch noch rüber? Aber nicht erschrecken, Bullock, wenn deine hässliche Fratze sich in der Windschutzscheibe spiegelt. Gut, dass ich eine Bese hol. Wusste ich gar nicht, dass ich das habe, Oma. Ja, das Bullock, ist der Pino. So hässlich sind sie. Der hässlich ist. Nee, der Pino ist hübsch. Ja, danke. Ah, das ist wirklich hübsch. Da reißt sich einige Rockerinnen über den Pisser. Darf ich anzügliche Musik dazu anmachen, damit das wenigstens cool ist? Nein, ich hab Musikallergie. Richtig. Ja, die Karre ist fertig. Okay. Fahren Sie weiter. Haben Sie den Herrn Briggs gesehen? Der liegt tot oben irgendwo. Ah, wunderbar. Der ist tot. Ja. Hier liegen noch Körperteile. Ja, einfach zur Seite und Abschluss damit. Ach du Scheiße. Scheiße, Mann. Danke fürs Putzen. Kein Problem. Ja. Macken alles GmbH. Platz da, hier ist Blut. Ich hab nur Streifchen. Ja, warte, ich klammer dir das ganz schnell. Wo ist denn eigentlich eure Tonne für die Backer. Körperteile? Sehen Sie, Dr. Schack, ich hatte meinen Doktortitel, jetzt muss ich Wischiwaschi machen. Tja, ich bin schuld. Ja. Der halt, wenn er mal hin und wieder Potenzschwäche hat, oder? Nein, Quatsch. Alles voller Blut hier. Das war halt eine schwere Kindheit. Ja, du kannst dich nur runternehmen. Lass den Cooper Jan Ghul, der ist Gladiator in mir, will. Der fetzt dich sonst. Bitte Paladin. Pinsel, du willst nicht wissen, was hier abgegangen ist. Was passiert? Die Cops kamen und die haben einfach auf uns geschossen. Ich weiß nicht. Das ist gelogen. Ich hab so von... einen Windzug Pulver in die Nase bekommen, da habe ich Paters geschoben, Alter, und dann habe ich hier einfach wild um mich hergeschossen. Der Ostwind kickt halt heute nicht. Und da vorne ist auch noch Patsche. Pinsel, du hast so viel verpasst heute. Wieso? Ich habe gerade Ich habe ungefähr 6 Kopfswallen vom Roller weggetreten, Alter. Du glaubst nicht, was heute schon abgegangen ist. Oh Gott. Ich hab die alle weggetreten.
Super. Wurdest du gerade angeschossen? Sieh mal was? Du stehst im Blut, ne? Von Roy. Ich hab von uns auch noch was. Gott, heute ist die Post abgegangen. Ein schlaffen Baby nachher. Was denn? Hast du? Was passiert? Da. Blau gerade, oder nicht? Blockieren wir wieder, ja. Mann. Aber auch. Kann ich mal vorbei? Ja, na klar, muss zum Questgeber. Ja, jemand noch ein Wässerchen? Oh, boah, ich hab ein Wässerchen, oder? Ja. Danke. Nimm dir eins runter. Danke. Ja, was sieht's bei euch aus? Nicht mal eingestellt ist. Kleine Erfrischung? Kleine Erfrischung? Nicht. Gut. Machst du gut als Taxi-Page? Ich würde sagen, machst du gut, Bobo. Machst du wirklich gut. Du, Taka? Du hast Trinker? Erfrischung? Warte mal, wurde Milas Karre getroffen? Deswegen frage ich halt auch auf Masken. Boah, die ist noch nagelneu. Halt ich ein Einschussloch. Radikal. Ey. Hab ich mal einen Fernseher gesehen, oder? Der spielt nach der Droide, ja. Okay, wen töten wir jetzt? Weiß nicht. Alter, los. Was, wir töten nicht? Dachte, wir machen ein bisschen Schöpfchen. Haben wir schon. Die Frühschicht war da. Oh Mann, ey, alles verpasst. Aber Sigi will Stress, Alter. Ja, oh, scheiße, wo ist denn... Naja, wir haben Barbecue. Ein Schöpfchen gemacht. Wo ist denn Piep? Ist im Knast, der wurde weggeschossen mit mir. Ja, der ist im Krankenhaus, aber die Cops haben ihn nicht, sagt er. Okay. Weißt Scheiße, du, wo die Mülltonne sind? Für die ganzen Körperteile. Oh, warte mal. Ja, schieß doch rein. Oder ich war auch X-Roads immer am Ganken. Versteck mich. Ja, perfekt. Warum? Lass mich abstehen. Hallo! Hier wird nicht gerannt. Was ist denn das jetzt hier? Schrei! Ihr werdet nicht gerannt! Nobody cares here! Warte, ich werf den Besen zu dem hin! Kannst du stehen bleiben? Kannst du kein Back da hinten, ihr Wichser? Zack den Besen! Was soll das, ey? Ah. Da aua! Heck dich! Oh, schlag den zusammen! Euch. Schlag den! Schlag den! Ah. Hau den weg! Ihr seid hier! Weg. Ihr seid hier! Arschloch! Scheiße, lauf! Lauf lieber weg, du Wichser! Lauf! Junge, Alter. 10,99 in der Seitengasse, Preis am Boden. $10,99 aktuell nicht mehr aktiv. 3 Personen flüchtig, 1 Person hier vor Ort gestellt. Dr. Chuck, ja, wir müssen einmal gerade den Officer da hinten aufheben. Mit zu Price? Ja, der ist niedergeschlagen worden. Wieso ist hier passiert? Riding auch. Hä? Gott. Irgendwie fällt nichts mehr. So, Mr. Fox, ich ziehe jetzt die Tasernadeln, machen Sie keine Faxen, die Kollegin hat sie im Auge, ne? Information von der 09, 2 Kollegen hier östlich gehen? Von der Fire Station bewusstlos. Und ein TV bewusstlos am Boden. Ja, na, den Rest kennen Sie ja. Wollen wir die ganze Miranda-Belehrung machen oder nur die halbe? Was ist denn hier los? Eine Miranda-Belehrung. Alles gut? Ja, klar. Hier vorne.
Kann mal bitte hier, Doc? Was hier? Also eben war doch noch alles in Ordnung. Inspektor. Ich war 2 Minuten weg. Immer die mit den hübschen Hoten. Danke. So. Ich bin immer weiter, ne? Ja. Ah ja, da. Und, oh, da liegt ja auch jemand unterm Auto. Da. Curtis, bist du? Ach, scheiße. Was passiert? Ich weiß nicht, ich bin hinterher und ich bin auch hinterher und dann Curtis, wir eingeschlagen. Ist dir ein Auto verfolgt gefallen? Ah, der hat meinen Besen weggetreten, Arsch. Und ihn habe ich eben gerade erst gefunden. Ja, ich sag hin, es ist so ein Typ mit so einem komischen Hemd zum Helden. Der hat uns hier voll verprügelt. Der hat uns einfach kaputt geschlagen. Er hat uns voll komplett kaputt gemacht, der hat mir meinen Besen weggetreten, der Wichser. Der hat mich damit geschlagen mit dem Besen. Jetzt sag nicht, der Besen ist kaputt. Ja. Warum? Oh, an mein Auto und an mein Haus, an meine Vorgarten. Ich kann nicht so bauen. Das war der Typ, der den Besen weggetreten hat. Das ist der Aufhelfen, Curtis. Er hat uns beide zusammengeschlagen. Ja, ich, das wird Zeit, dass ich umziehe. Kein ich schaff das heute nicht mehr, das geht Chuck. Ach, ich finde einen neuen Besen für dich. Das geht gar nicht. Wir müssen den jetzt auf jeden Fall suchen, den Penner. Ich gucke dir das. Nee, ich bin zeigen, ist alles okay? Ist das der, der dein Handschein ist? Ja, der hat mich K.O. geschlagen. Ja, das haben wir gesehen. Deswegen haben wir den auch geschlagen. Ja. Der andere Wichser ist abgehauen. Ey, scheiße. Ey, hier ist alles okay, ja? Hier ist alles okay? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein! Okay, scheiße. Aktuell so negativ. Hat so ein Blümchen an der Hand gehabt. Oh Gott. Aber danke schon für den Prime 14. Nicht so weit. Zum nächsten Mal hier auch wieder. Ich erweise Strongest Recourse. Kopf hoch, schaffst du schon. Dankeschön. Wer hat mich jetzt geschlagen von den Wichsern? Ich weiß es doch. Und wo ist mein scheiß Besen? Er kriegt einen hinter den Löffel. Besen liegt hier unterm Auto. Es ist Samstag. Brauchst du irgendwas? Ach, scheiße. Okay. Brauchst du irgendwas, Price? Ich brauch gleich mal 5 Wochen Bürodienst. Scheiße, der Besenstiel ist abgebrochen, ist ja ganz klein. Mein Sharingan hat das im Auge. Scheiße. Bobo zieht jetzt um. Schluss hier. Ja, Bobo, hier wurden nur Kriminelle. Alles aus meiner alten Wohnung. Guck dir das an. Alles in eine kleine Karton. Bobo, wir ziehen eine Straße weiter in den schönen Park da hinten. Ja, in den Junkie Park. Wird Zeit. Ja. Kann das nicht mehr jeden Tag Schießerei. Wir schleppen das später rüber. Nachbarshund pinkelt überall hin. Alles gut bei euch? Mein Besenstiel ist abgebrochen. Der ganz klein. Guck mal. Oh, ich muss los, Leute. Ich muss los. Das sind die. Das sind die, die uns verhauen. Ja, war das mit dem roten Ding. Er hat meinen Besen kaputt gemacht. Also mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Wir haben du Scheiße oben. Ich hab geballert, hast du das gehört? Oh Scheiße, ja, wir sind ja uns aus alles. Details achten. Kann ich hier mal bitte durch? Na, aber natürlich. Mein Gott, hat die Fresse, Bullock. Oh, ich zahl. Bullock, ne? Wie sieht's aus? Hallo. Heck dich, Pinsel. Inhaltsoperation für Bullock. Ich pack auch was in den Topf mit rein. Ne, Sie müssen sich erstmal was anderes anziehen. Nee, ich überhaupt gar nicht. Hey, Detectives, wir verschwinden hier, ja, dass er Bescheid ist. Ist wunderschön und die kann ich tragen. Gib mir den Kampf hier im Ghetto auf. Da ist er wieder. Hol ihn dir. Gibt's doch nicht. Wichser. Richtiger Gewinner. Richtig. Ja, der Pino zieht ja auch bitte eine kurze Hose an. Aus Prinzip ziehe ich jetzt gleich meine Hose aus. Im Jahr 2023, da kann sie das tragen. Oh, Vorsicht, da muss gefegt werden. Ja, weg mit dem Schmutz hier. Ich merke es ja richtig. Könntest, wollen Sie Energie mitkommen? Wollen? Ich habe niemanden neue Kollegen. Das könnte ja mal vorbeikommen. Darf ich mich bei der Polizei bewerben? Ja, bitte. Krieg ich dann auch so eine coole Weste? Natürlich. Aber ich hab schon so eine. Wieso glaube ich dir das? Na gut, ich glaube, wir sind hier, ne? Ich bin Raritätensammler. Geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's super gut. Sehr gut. Ich hab mich versteckt. Was ist denn wichtig? Ne, ich hab nicht so. Wo ist der Koffer rum vom Bobo? Ja. Ich hab so eine ähnliche. Guck mal, Bulldogger. Ah, nicht schlecht. Scheiße, wovon sind Sie denn der Press?
Na, von meinem Fahrradverein. Ah, okay, cool. Wir fahren alle ohne Sattel. Nur mit der Stange. Oh Gott. Bequem? Ja, außer wenn man hinfällt. Für Gottes Willen. Oh! Ey, nicht so! Ah, das ist aua! Ja, da liegt er. Das muss man sagen, das hat er verdient. Ach, das Scheiße, was ist der OG und der kümmert sich hier um nix, alles außer random Band. Ey, am Fahrrad. Ja, bedankt dich bei Piep, dem Flachwichser, der hatte gar nichts im Griff. Ja, und der Pinsel auch nicht. Deshalb kriegt er jetzt einen auf den Dotz. Ja, von dem erwartet man es wenigstens nicht. Ja, ich glaube, ich muss jetzt ein OG werden. Ja, wir brauchen einen OG, der was reißen kann. Ich hab alles im Griff. Ja, das sehe ich. Ich habe mich extra an der stabilen Seitlage gelegt. 75 Liter Blut habe ich weggewischt. Selber schuld, dann such den Job. Dankeschön, Dr. Chuck. Bitteschön. Hübsche Jacke. Danke. Wo ist Mila? Sektormeisterschuh. Ist so, Nepan, ist so. Ja, schön, Dr. Chuck, schön Crack rauchen. Das ist, feini sind sie, feini. Ja, ich bin schon wieder 10 Minuten nicht und so kann ich nicht arbeiten. Haben Sie noch so ein Pfeifchen? Ich dachte, du magst keine Drogen. Naja, ich glaube, heute ist mal der Tag zum Probieren. Ja, ich habe heute so viel Scheiße gebaut, ich habe noch nicht einmal Handschellen angehabt. Das ist ja seltsam. Was macht der da? Ja! Du Wichser! Nein! Ja. Nein, nein, nein! Doch. Oh so. Gott! Okay, du kannst das Fahrrad haben. Danke. Bring mich weg von meinem Bike! Ey. Mein Bike! Nein! Aua, Dr. Chuck! Liegt schon wieder! Bitteschön. Oh, danke. Das ist das gute Zeug. Abfahren. Oh. Toll, jetzt haben sie mir mein Pfeifchen versaut. Liegt da jemand oder ist das nur Optik? Das ist der Pinsel, der ist hingefallen. Ich sehe schon immer schlechter. Oh Gott. Puh. Hab ich den halt nicht schon dreimal aufgeweckt? Naja. Der will doch nicht mehr lang machen. Das war so klar. Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Mach dich weg, Herr Siggi, sonst schlag dich die Fresse ein, du Arschloch, du. Wer hat das gedacht? Die Nachbarn. Deswegen bin ich auch weggezogen, ja. Das waren die Nachbarn. Nachbarn? Ach du, wie deine Haare sind gefärbt, du Lutscher. Was? Ich wollte mich nur nochmal bedanken bei dir für gestern. Ach. Was du da geschossen hast. Ja, das ist einfach eine Karre. Hat gar nicht geholfen, ne? Oh, oh. Ah. Ich drehe meine Runde in meinem Spritzer 500. Ja, ich wollte nochmal Danke sagen. Oh. Danke für den Krankenwagen. Danke für den Krankenwagen. Aber bloß mal 5 Euro weg. Ah, das ist aber günstig. Da will ich auch Danke. Aua. Voll grün, wenn so ein Opa cool sein will. Sag mal ein jetzt hier. Nee. Telefon? Oh Gott, ich hab einen ganz komischen Trip. Anstrengend, per Stecke rein. Ist das schon unten? Ich bin bereit. Aua!
Karibik Frank, danke schön für den Prime-Sub am 22. Kuss. Haben die Sheriffs gerade den Kredit-Flatt gefahren? Okay, bei dir? Die haben mich angefahren, die Cops! Was ist denn los? Die sind mir ins Bike gefahren! Oh naja, Gott, ihr kranken Schwein! Oh Gott! Okay, Kopf gerade halten! Nicht gut. Ja, ich hol den Wagen. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, den kannst du... Es hinüber. Ich den Kopf in meine Presse. Ach, scheiße. Das Bein steht auf die andere Richtung. Scheiße. Oh, ah. Gott. Boah, es ist widerlich. Ja. Haben wir noch das andere Bein noch? Ja. Ich zieh dran. Ja. Ich steck den Kopf zwischen meine Beine, ich halte fest. Ja, komm mal. Oh Gott. Doch, das wird wieder. Dr. Chuck, ich habe einen ganz wilden Trip. Ah. Wo ist denn, dass ich gerade duschen war? Sag ich dir, wie es ist? Oh Gott. Anders. So, helft mir mal, den hinten reinzuwerfen. Ja, Meister, ja. Eins, zwei, zieh durch. Drei, hopps. Einfach hinten reinwerfen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ach ja. Vorsichtig. Ja. Gut. Ich schaff das halt nicht mehr, Dr. Chuck. Wieso? Boah, das war zu viel heute alles. Das kolumbianische Fieber? Ja, das auch. Dagegen hilft mir ein wenig Kokain. Dann geben Sie mir Koks. Und ich brauche LSD für Mila. Ja, können wir auch machen. Ecstasy auch? Ja, alles, die volle Palette. Ja, das klingt gut. Achso, hier die ist die Serienmörder, sie. Zwei, drei sind noch keine Serien. Widow, vielen Dank für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Chat wieder am Pen, nur am Pen, Alter. Aber ich mag den Chat so. Welches Krankenhaus fahren wir? In Mainz. Die wollen mich bestimmt umbringen, oder? Wegen Leier. Wir fahren jetzt in meinen Dungeon. Dungeon und Dragon. Ich habe das Gefühl, ich werde immer verrückter. Das ist gut. Das ist nicht gut. Ist die Frage, ist es diese lustige Verrücktheit oder diese böse? Ich weiß es noch nicht. Aber ich muss mich benehmen, ich bin Doktor der Medizin. Nun. Sie haben eine Katze, Mertaway. Nein, Miezekotze, böse Miezekotze. Brauchen wir noch für ein Ritual. Kai. Komm mit, ich helfe dir. Komm, Miezekotze, komm mit. Welchen Grafik haben Sie denn bestellt für das Ding da oben? Wie cool. Er hat sie voll über den Tisch gezogen. Ich bin der Einzige, der seinen eigenen Namen an der Tür stehen hat. Wer kann sowas von sich behaupten? Weiß nicht, ich habe auch meinen Namen an der Tür stehen bei mir zu Hause. Aber nicht so groß und grün. Nein, das stimmt. Aua. Was habe ich? Dodo, danke schön für die Prime Sub 17. Kuss. Das nehme ich jetzt aber nicht. Ja, aber natürlich, runter damit. Oh Gott. Okay. Was ist denn das? Oh Gott. Ecstasy. Oh Gott. Gut, wir kommen zum zweiten Gang. Dr. Chuck nimmt Leute mit in sein Krankenhaus, um die mit Drogen zu füttern, Alter. Das ist so ein kranker Charakter, ne? Die Katze ist irgendwo. Ich schwöre, die Katze. Einfach ignorieren. Scheiße. Vielleicht ist sie nur in deinem Kopf. Was soll ich auch nehmen? Ja, genau. Ja, was zu trinken? Dachte ich auch, aber wir rauchen das jetzt einfach. Man kann es auch rauchen. Ja, ich dachte, das ist so eine Art Wurzeltee. Ja, aber man kann es auch rauchen. Das muss ich mal mit Kamillentee probieren, ob man den rauchen kann. Ich habe einen Kumpel, der hat das Skaff, also reines THC. Das hat er mal unter eine Milch gemischt, in eine heiße Milch. Und dann hat er 28 Stunden geschlafen. Naja, Sicherheit. Oh Gott. Oh Gott, das ist... Oh Gott. Oh, ja. Mir schlecht.
Ja, und jetzt nehmen wir noch das Kokain. Auch noch? Ja, ja. Das Schöne ist, das flasht erst so richtig in 5 bis 10 Minuten. Oh Gott. Das heißt, wir schnappen jetzt ein Auto und fahren mit 200 auf dem Highway. Oh Gott, das tut weh im Auge. Oh Gott, ich will nicht mehr. Ach, du hast es gleich geschafft. Oh Gott, mir geht's nicht gut. Bitteschön. Das will ich jetzt ziehen. Ja, genau. Dr. Chuck, Sie sind eine kranke Sau. Nein, das ist nur für die Wissenschaft. Das schmeckt wie Gummireifen. Das ist egal. So, so, so. Jetzt spüre ich die Power. Lass uns Auto fahren gehen, komm. Okay. Ich habe irgendwie gar keine Angst mehr. Mensch, ich muss mal einen Western ziehen. Oh Gott. Oh Gott. Los, Dr. So. Chuck, wir gehen ein paar Motherfucker verkloppen. Nein, nein, wir fahren jetzt auf den Heim. Oh Gott. Wir warten nur in 5 Minuten, wenn das Kokain losschlägt. Oh Gott. Ah, du solltest da mal das mal im Hubschrauber probieren. Wer ist das? Das ist schön. Oh Gott. Wo bist du? Grüße. Oh Gott, Dr. Chuck. Guten Abend. Junge, mein Auge, das tut richtig weh. Wie viele Effekte willst du haben bei einer Droge? Ja. Oma! Dr. Chuck hat mich vollgepumpt mit Drogen. Oh, mir ist ganz, ganz eklig. Ich bin ganz allein, alle sind abgehauen. Ja, wo sind die denn? Weiß ich doch nicht. Hat schuf den Pinsel an. Ja, ich wollte sagen, dass ich dann jetzt ins Bett gehe. Ich sag, die sollen dich abholen. Nö, ich hab mein Auto hier, alles gut. Okay, dann schlaf gut. Bye-bye. Bye-bye. Ja, wo seid ihr, Wichser? Hallo? Das kommt mit. Wo seid ihr? Soll ich hier abholen? Ich bin mit Dr. Chuck, wir nehmen Drogen. Mensch, wie, ihr nehmt Drogen? Ja, der hat mich vollgepumpt. Ayahuasca, Kokain, Ecstasy, alles. Oh Gott. Wo seid ihr? Mirror Park, Parkplatz. Oh Gott, Dr. Chuck! Gut. Was? Ja, wir kommen allen. Mirror Park, Parkplatz, okay, gleich. Gott, oh Gott, Chuck, Alter. Siehst du diese Wand oder bin ich mir die? Oh Gott. Dr. Chuck, ihr müsst zum Mirror Park. Ach, hier ist eine Wand? Ja, hier ist eine Wand. Ist die nur in meinem Kopf? Nein, die ist auch bei mir. Was tue ich denn jetzt? Na, Sie müssen da fahren. Wie? Na, da vorne. Oh Gott, ich kann meine Arme nicht bewegen. Das sieht super komisch aus. Genau da lang. Ah, jetzt wirkt es Kokain. Was mache ich hier? Schön, schön, schön. Schön, schön. Oh Gott. Siehst du diesen Nebel? Ja. Musst du halt im Winter probieren. Oh Gott. Oder im Hubschrauber. Warte mal, Sie sind voll und drauf und Sie fahren Auto. Ja, immer. Das kann ja, nicht immer. Ja, immer. Dude, wir fahren in den Nebel. Oh, das fickt so meinen Kopf. Ja, das ist ja das Schöne. Links. Oder? Ah, das ist so neblig hier. Oh Gott. Ich muss den Nebelscheinwerfer einschalten.
Wir sind da. Tolle Auszahlung auch. Ich erwarte auch noch Gott. Ein... Lord Jesus, bist du krank? Gott. Doc, Chuck, Entschuldigung. Wir sind drauf. Eide? Nein. Gott. Normalen Arbeitszustand. Oh Gott, ich sehe alles voll Nebel. Aua. Ja, sei froh, dass du nicht blind wirst davon. Was machen wir? Oh nein, geht's denn gut? Hallo? Ja? Machen wir, wo ist Piep und so? Müssen wir niemanden umbringen. Okay, let's go. Wo ist meine Knarre? Willst du jemanden snitchen? Nein, whatever. Wen sollen wir snitchen? Ja, wir können Taser besorgen, stimmt. Wir können Taser bekommen. Wenn wir jemanden verraten, wen? Ja, jemand, der bei mir 1000 Kilo, 1000 Gramm Joints haben will. 1000 Kilo, Lord Jesus. Ja, wie viel Taser kriegen wir? Er hat gesagt, je nachdem, wenn wir einen großen Fisch da an Land holen, dann können wir auch Taser kriegen. Was mit Uzis? Hey, Dr. Chuck, wo fahren Sie hin? Ich brauche mehr Drogen. Ich bin schon zu lange am selben Ort. Okay. Gut, Wer ist denn das? Oh Gott. Jetzt gib doch erstmal Stoff, Boss. Der ist doch offen, ihr Wichser. Ach so, wir dürfen Ross nehmen, Selbstbedienung. Oh Gott, ja, meine sag Knarre. Sag das doch. Ja, das holen wir gleich aus dem Kofferraum. Was nehmen wir Ross Cooper? Hallo, Auge. Ist das jetzt für Eigenbedarf oder zum Verkauf? Zum Verkauf, dachte ich. Ja, natürlich zum Verkauf. Aber du verteckst doch gar nichts, Pinsel. Weißt du gar nicht, du bist ja nur in der Bude. Dirty Swank nehme ich bis hier mal, wo? Ach, Schloch. Also, weißt du, die stecke ich jetzt aber weg. So, dann? Was nehmen wir noch? Wie viele Spunks haben wir? 50. Ja. Nein, Morphin. Ein bisschen. Morphin. Aber du wir haben gar nichts. Wir haben nichts. Ja, das, ich habe hier vor was kurzem. Was ist das? Opium kannst du rausnehmen. Ja, Opium, was denn? Das Gute? Mach mal die Päckchen auf. Ja, komm, Lord Jesus, da, ich nehme raus. Boah. Gut, ich hab alles. Der ganze Himmel ist beleuchtet. Sag mal, Pinsel, hast du in dem Bulli dafür eigentlich hier Tapes und so zum Drehen? Nein. Ja? Nee, ich verkaufe Blüten. Soll ich denen jetzt noch ein Land drehen? Wenn sie die nicht mal gedreht kriegen, dann brauchen sie auch keine rauchen. Da hat der Boss recht. Was sind wir? Nanny oder was? So, hier, guck mal, da ist noch mehr. Ist noch mehr Opium drin. Sollen wir den Gangsters jetzt zu euch selber drehen oder was, ne? Also mittlerweile ist das so üblich. Was? Ja. Bullshit. Das können die selber machen. Weißt du, viele die konsumieren, aber nicht drehen können? da mache ich mit extra viel Spucke beim Zudress. Dafür gibt es mittlerweile Maschinen. Die haben so Baumaschine da, Alter. Oh. Da. Was ist ein Piep? Also, Boss, ich sag dir das jetzt. Ja. Von dem Überfall im Norden das Geld und gestern das Stimmt. Geld kannst du gerne haben. Da will ich nicht haben. So. Das heißt, ich muss erstmal für 2 Wochen nichts verkaufen. Hab genug verkauft. Hört sich das gut an? Also habe ich quasi für 20.000 Dollar verkauft. Aber ich habe tatsächlich noch jemanden, der, glaube ich, ein bisschen Sprung uns abnehmen würde. Ja, davon können wir noch mehr kaufen, von die Sprung. Um dann wieder mehr zu verkaufen. Ja, lass erstmal den 50 loswerden, der war. Das ja, gibt, ich, nee, wisst ihr, was wir loswerden müssen? Guck mal rein. Opium. Guck mal bitte. Lass das doch selber rauchen. Ah. Sagen einfach, wenn wir es nicht loswerden, bevor das schlecht wird oder so, ne? Ja, warum rechne nicht mal eine Viertelmillion einfach 400, selber rauchen? 400 mal 150. 400 mal 150? 4.500. Wir haben... Ja. Im Plus, Minus, war doch immer, was kam raus? Das sind 59.955,9. Also sagen Dank wir 60.000. Also haben wir 60.000 Opium hier drin. Für 60.000. Okay. Ja. Bobo, hast du jetzt wirklich kaum was rausgenommen? Was? Die Taschen sind voll, Boss. Wo war denn der Rucksack? Nö.
Na gut, dann. Hier eine Katze, Mann? Ja, bei mir ist auch die ganze Zeit eine Katze mit darin. Was ich? Oh, das ist so nah. Willst du denn Opium hier verticken, Alter? In einer Opiumhöhle. Doch. Jetzt gehe ich mir E-Books kaufen, weil immer, wenn Curtis rauskommt, muss ich super viele fressen. Weil er mir immer auf den Kopf scheppert. Und dann habe ich Kopfhauer. Oder soll ich mir direkt eine Morphium reinziehen, damit ich keine Schmerzen mehr habe? Ja, also snitchen wir den Typen jetzt für Taser oder nicht? Also ich würde das nicht machen, sag ich ehrlich. Nicht von der billigen Taser. Der war von DOA oder so, was juckt uns der? Der ist von der DOA. DOA? Einer von der DOA will Drogen kaufen. Nee, einer von DOJ, DOJ. Das ist doch bestimmt eine Falle. Ja, wegen Kilo. Der hat letztens schon, der hat letztens schon 200 Gramm gekauft. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Der ruft jeden Tag an. Jeden. Ja, aber der will dich nur hops nehmen, stimmt. Wenn du dem das vertickst, dann nur kontaktlos so. Geh in den Cheboy-Kauf, pack das rein und sag dem, jo, da steht eine Karre, da musst du mal reingucken. Also erst das Geld und dann kriegt der Standort der Karre. Die dürfen dich niemals mit dem Zeug. Auf jeden Fall. Die dürfen dich niemals mit dem Zeug erwischen. Oh Gott, ich muss im Badezimmer. Oh, ich muss kurz da hinten so eine Katze, die will. Oh Gott, die macht Unfug. Wo ist mein Chevrolet? Wir brauchen niemanden, der das Kabel exportiert. Oh Gott. Ja, Pinsel, weißt du, was ich noch habe? Diese Autocloud-Chips, ne? Ja, die brauchen wir auch. Die können wir verticken. Oder wir klauen Sachen. Und kleine Hacker-Computers. Die habe ich immer noch, 6 Stück. Wem haben wir die gekriegt? Boah, ich glaube, Dr. Chuck hat mir den gegeben. Okay, was machen wir jetzt? Kannst du mich bitte nicht so anluchten? Wo ist denn Piep und so? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wird umgeschossen. Wahrscheinlich wieder irgendwo rumballer. Ja, du bist irre. Jetzt? Ja. Vielleicht können wir an den Opium verkaufen. Kommt der mal runter? Okay, was macht ihr? Nein, Trap, das weiß ich nicht. Oh, oh. Was, Chef? Oh. Die machen jetzt alle Schöpfchen. Boah, die haben auch echt Langeweile, ne? Ja, die haben Langeweile. Lass lieber jemanden suchen. Was ist mit Sigi? Kauft der keinen Drogen? Nee. Kannst du vergessen. Okay, dann euch viel Spaß. Ja, wir machen jetzt... Na, wir haben anderes Zeug. Ach, Gangster-Shit. Okay. Das machen wir gerade im Tactical. Ah, geschafft. Ja, wenn wir was war das für ein Katze? Besprechen. Oh, ich glaube, wie heißen die Viecher? Britisch Kurzer oder sowas? Nee, im Viereck. Lord Jesus. Lord Jesus, oh Lord, oh Jesus. Warte, ich ruf gleich wieder, ich ruf gleich zurück. Jupp. Warte mal, ich hab voll die gute Idee, Pinsel. Ja? Warum verkaufen wir das Zeug nicht? Einfach in einen von uns? Und der wird dann verhaftet und geht kurz im Bau. Weißt du? Aber wir sind doch kein großer Fisch, oder? Naja, dann kaufe ich vom Pinsel alle seine Drogen und lass mich damit erwischen. Dann gehst du im Bau und wir kriegen Taser? Genau, oder wir bezahlen jemanden, dass der für uns in den Knast geht. So 10.000 Dollar. Das ist eine Idee. Schuldet Quincy uns nicht so gesehen noch was? Wir brauchen nur einen Dumm. Stimmt. Ja, wir nehmen Quincy. Gucken, ob der loyal ist dann, ne? Ja, stimmt. Ihr müsst demjenigen gar nicht mal was verkaufen. Ihr gebt nur einen Tipp, dass gerade ein Transporter unterwegs ist mit super vielen Drogen drin. Aber im Endeffekt kaufen wir das doch dann. Die Taser kaufen wir doch dann. Aber ein Taser ist doch auch nichts wert. Der Wade hatte auch einen.
Da können wir auch einen Kopf als Geisel nehmen und Taser pressen. Da kommen wir wahrscheinlich schneller dran. Nett. Glaube ich aber wahr, glaube ich. Ja. Komm, und was ist, wenn wir den Typen einfach die Kohle abziehen und auf die Taser scheißen? Oder was, wenn wir dem Typen sagen, yo, gib uns erst die Taser, dann kriegst du die Info und dann geben wir denen die Info nicht? Glaube, dann wird Jean-Luc mir aber nie wieder vertrauen. Und das ist der Einzige, der mir immer irgendwas aus den Akten gibt. Ist der nicht nur Führungsposition und der ist korrupt? Rico, vielen Dank für den Wiesbaden. Der weiß, wie er die Schiene zwischen loyal und korrupt hält. Also es gibt irgendwo noch so einen Typ, ich habe vergessen, wie er heißt. Den müssen wir noch kriegen. Mit so einem blauen Auto. Und die Frau, die dich abgezogen hat, Bobo. Ich gehe kurz pingeln. Oh, stimmt. Bis auf Cutshit, bis gleich. Was soll ich mit der Nummer? Ja, was denn? Darf ich kein Mensch mehr sein, ha? Soll ich jetzt... Okay. Wer zur Maschine, Bubu? Wer zur Maschine? Für dich, gar kein Problem. Wir stehen ja, wir haben ja so viel zu tun gerade. Mhm. Mann und Scherz, ich muss gar nicht. Ja. Willst du mal so ein paar entspannte Abende machen und so und dich vielleicht mit den ein oder anderen Drogen wegschallern? Alles. Alles. Ja, aber wir haben halt wirklich alles. Was denn der Bo wollen? Essen. Pissen. Warum riecht die Pipi manchmal nach Kellogg's Snacks? Da wollten wir in die Karre pissen. Okay, haben wir Daydream? Ja. Haben wir. Haben wir. Aber das ist eine Wave-Droge, die kriegt man eigentlich in Partys, nicht auf der Straße. Ja, ruf einfach an oder schreib, wie viel du brauchst, dann gucken wir gleich. Wir haben viel. Alles klar. Hoffentlich möchte sie nicht mehr als vier. Ja, ja. Pinsel, ich habe noch super viele von diesen Roy-Stoffröhren, ne? Wirklich? Ja, wo? So 50 Stück? Von jeder Farbe 10? Weißt du, wo wir hingezogen sind? Oh. In so einem Park, da sind so Kugeln, so am Brunnen, ist so ein Brunnen, das ist in der Nähe von so einem Restaurant Gambino. Ja, Junkie Park. Ja. Ja, das hat der Cooper mir schon gezeigt. Da habe ich den Cooper da getroffen und dem deine Nummer gegeben. Ja, ja, da wohne cool. Ich jetzt. Ich mag den Park, aber da wohnt der Gambino. Egal, wir auch. Okay. Müssen nur die Leute, die da wohnen, raushäkeln. Da wohnen doch keine, oder? Doch, wir wohnen jetzt im Junkie Park, oder? Heißt der so? Der gute Junkie Park. Heißt der so? Ja, da sind jetzt auf Junkies. Jeden Fall. Perfekt, so. Wir nennen den so. Ja, lass mal ein bisschen wiggern gehen, über Business quatschen. Yes. Roy ist auch am Ticken, er kann auch bestimmt ein paar Sachen besorgen. Was soll denn besorgen? In der Jügelu. Na, wir müssen erstmal loswerden. Wir können ja mal. Wir haben viel zu viel gehört. Hast du jetzt eben reingeguckt? Nee. Ach. Wir brauchen jemanden, der das abkauft und aus der Landschaft.
exportieren. Dann guck mal rein. Wir haben viel zu viel. Ich muss dein Zeug erstmal loswerden. In dem Auto hier sind 200.000 Dollar oder so an Drogen. Aua. Also, wir müssten so eine Connection von hier bis nach Dortmund herstellen. Da gibt's genug Junkies. Wenn wir den Shit dahin exportieren, dann sind wir reich. Ja, verkauft den Dings noch. Von wem bekommst du Dirty Spunk? Ja, die Spunk bekomme ich von den 44s. Aber die gibt's doch gar nicht mehr. Ey, die sind jetzt getrennt. Gibt's einmal, das sind jetzt einmal die 99s, die haben gelbe Facts und die sind sauer auf mich. Und dann gibt's die anderen, das sind die Davis Family. Ich krieg das über die Davis Family. Muss ich dann ankaufen. Ich glaube, ich bezahle 100 und verkaufe die für 150. Ja, aber wenn du nichts verkauft bekommst, brauchst du nichts ankaufen. Doch, weißt doch, du, die krieg ich verkauft. Weißt du wenigstens, was Opium der Preis bei Daydream Pinsel. Gleich ist? Pinsel. Nee. Was hältst du, 30-Kein Sieg, ne? Was haltet denn ihr davon? Ja. Kuba, bist du schon im WeNet unterwegs? Ah, oh, so ein bisschen. Was haltet ihr davon, wenn sich einer im WeNet-Account macht und da einfach schreibt, wer Drogen will, ruft mich an. So richtig dreist. Habe ich mir auch schon mal überlegt. Oh, wir haben schon ein Video gedreht. Lass doch einfach die Drogen über Social Media verkaufen. Wir haben ein Video gedreht, dass wir, ey, yo, benutzen. Wir könnten ein Video draus machen. So von wegen, hey, yo, Leute, wir haben das gute Stoff. Mein Name ist eindeutig nicht Pinsel. Und wenn ihr Drogen braucht, wir kommen an alles ran. Wir haben alle. Genau. Und dann gibt es ein Video, der Typ hat das genommen und ist dann. Ja, der ist von der Klippe gefallen, aber das war ein anderes. Aber theoretisch könnte man das Video hochladen. Ja, dann auf geht's. Das nennen wir dann How to Sell Drugs Fast. Online. Online. Ja, machen wir auf BayTube drauf da. BayTube. Ja, sowas. Nee, da guckt kann man doch keinen Schwanz rein. Ja, aber in diesem WeNet doch bestimmt, oder? Machen wir es bei WeNet und bei dem anderen. Jo, ich kann das sogar über das Baker. Oh, warte mal. Ich bin, glaube ich, nur im Baker eingeloggt. Ja, freiwillige Feuerwehr bin ich noch drin. Siehst du. Pass auf. Guckt mal in WeNet. Schnell. Hab ich den Scheiß nachher? Pinsel, guck mal schnell in WeNet. Feuerwehr ist Los Santos. Ich zurück, gefällt mir, Mann. Oh. Na, erste Post. Ah, jetzt. Hallo? Besser? Warte mal, wer bist du? Lass mal ein bisschen wiggeln. Was für Prostitution Office? Was? Was? Na, Department of Justice. Ja, dann lass uns doch theoretisch das Video fertig machen und dann drehen wir das über ein Video. Ja, wer dreht das Video? Hast du schon ein Video schon gedreht? Fertig. Ja, dann brauchen wir einen Account. Ja. Ja, dann muss das fertig gemacht werden und dann wären wir Millionäre. Aber ich bin schon Millionär. Ja, dann also wären wir nur seine Schulden los. Also... Ja, cool, willst du meine Karre fahren? Ich fahr die eh nicht. Welche denn? Ich hab einen Fulltuned der 350 Breitbau. Ah, oh, wieso nicht? Okay. Das ist scheiße. Nee. Welche denn? Nein, das ist so ein Dings, Mazda X7. Ah. Kann mir bitte. Ja, wenn du den nicht fährst? Ich denke, ich verkaufe den. Wenn der Motor nichts mehr gemacht wird, verkaufe ich den. Oh mein Solly, du stehst immer da. Wem telefoniert der da jetzt? Können wir fahren? So, der Kleine von meiner Tante, der Tochter ist da. Ich hab keine Zeit. Ich muss jetzt, ja, ganz ruhig, Kleiner, ganz ruhig. Ja, ja, genau. Alles klar, tschüss. Ach. Gut, wir können. Scheiße, Bobo, was war da los? Ja, oh, scheiße, Bobo, die Tricks guck ich mir ab. Das ist schon krass. Der Scheiße ist der Kleine von meiner Familie. Was denn? Was denn? So, wo so was wir machen hin? Wir jetzt? Wir müssen überlegen, wem wir was verkaufen können. Hm.
Opium. Wer würde Opium kaufen? Wir fragen den da vorne. Ich frage einfach jeden. Wenn ich nicht würde ich sagen, dass mir befallen. Wo ist denn das Galaxy? Können wir nicht im Club Drogen verkaufen einfach? Sind Sie an Drogen interessiert? Ey, nein, scheiße, weil ich habe einen LKW geklaut. Stört mal nicht, Mann. Ich bin mitten in der Sache, Jungs. Mhm. Ist wichtig. Sorry. Du Gangster. Eigentlich müssten wir den überfallen. Warum? Eigentlich schon. Wahrscheinlich hat er irgendwas Dickes im LKW drin. Ja, warum hat er überhaupt angehalten? Lass den mal, wenn lass er keine den Zeit mal abziehen. Hat, ich habe keine Knarre bei. Komm, wir nehmen den Scheiße weg. Habt ihr Knarren? Wenn du willst. Yeah. Wir können das Solo. Das ist so im Auto bei mir noch. Ja, oh Gott, wo will der hin? Komm, wir klauen den LKW. Ich fahr den. Sorry? Was ist denn? Ja, Victor, ich leg mal auf, Mann. Ich muss mal hier. Mal los. Da kannst du scheiß Karre raus, sonst knallt. Scheiße. Steig aus und lass den Schlüssel stecken. Ey, scheiße, was soll steig das denn, Mann? Steig raus, du Wichser. Aus. Oh, fuck, Mann. Oh, wir fuck, brauchen Mann. Den LKW. Wir brauchen einen oh, LKW. Scheiße, Mann, stell mal nicht. Ich werd aus. Der ist leer, Jungs. Der ist leer. Scheißegal. Ah, die Tür. Schnell weg damit. Oh Gott. Das vermisse ich von ganz, ganz früh aus GTA Live-Zeiten. Diese LKWs auf dem West Highway hochnehmen und so, Alter. Das hat immer richtig Bock gemacht. Oh Gott. Die Oma muss sie noch ruhig angehen lassen. Die Oma soll durchdrehen. Ich soll mal ihre Haschcookies machen. Oh. Platz da! Mais-Schnapsroute war das. Scheiße, hier kann ich nicht reinfahren. Ich glaube, das war Mais-Schnaps. Oh Gott. Scheiße. Ich komm zum Junkie Park. Okay. Unser, komm schnell, ich werde verfolgt. Wie, du bist verfolgt? Ja, komm schnell. Oh, Junkie Park. Okay, oh komm. Gott. Scheiß Kofferraum. Der Kofferraum hier auf, Alter. Hat der den umlackiert in der Zeit? Ei, ich krieg den Kofferraum links nicht auf. Da ist nichts drin, Curtis. Lass reingucken. Aber wir haben keinen Dietricher. Wie kann das doch auf? Oder? Aber der Kofferraum ist zu. Scheiße. Ruf mal Piban. Kriegst du nicht auf. Brauchen. Hab keinen Piban.
Warte, ich guck mal. Ja, Kette? Hast du die Drescher? Doch nicht. Haben wir die Drescher, Leute? Wir haben den LKW abgezogen. Der ist voll mit Drogen und Waffen, glaube ich. Swift vielleicht. Warte mal, ich rufe Swift an. Okay. Scheiße. Was piept denn Dietrich? Ja, ruf den Swiffer an. Ach du Kack. Oh. Was? Ja. Nee, ist hier erreichbar. Ah, Bobo, hier sind übrigens ach, unsere Mülltonnen. Ach, dann scheiß auf den LKW. Der Müll dann soll. Da kommt der Mu hin. Ah, ja, okay. Genau. Wo seid ihr? Wir fahren gerade mit der Stadt rum. Die sagen, wo kommen die Dietrich her? Die werden gerade gejagt von den Weiß ich nicht genau. Wenn nichts Neues, ich habe welche bekommen. Auf dem Sportplatz, ich war da schon mal, das ist voll scheiße. Es gibt im Wiener, da kannst du die kaufen. Irgendwo ein Post wegen Dietrich. Du hast halt gewohnt, haben wir auch hier, ne? Halt gewohnt. Ja, Alter, nicht runter, Bobo. So, der Turf ist geklein, Pinsel. Ja, gut. Oi. Gott, mir so. Hast du sie fest verankert? Ja, ja. Ich habe davon auch noch. Hier. Jo. Komm, wir tun beim Gambino vor der Tür auch eine. Damit er direkt weiß, hier ist die O7. Scheiße, warte, hier noch. Wo ist eigentlich die Oma? Haben wir die verloren oder ist sie die schlafen gegangen, die haben mich angerufen. Einfach Turf geklemmt, Junge. Chat komplett müde. Ja, ich habe da auch einen hingehauen. Ich hab grad den Zaun. Was ist das bitte? Genau, anstatt die Lampe. Was? Ich hab den Zaun. Wie, du hast den Zaun? Ich hab den Zaun genommen, anstatt die Lampe, die da steht. Dann stell den Zaun noch wohl dahin. Ja, aber nimm mal. Kannst du die Lampe. Was? Geh mal weg. Nee. Du hast die verankert. Aber vielen lieben Dank für den Resub mit Prime im 7. Monat. Du machst alles kaputt im neuen Turf. Ich hab die nicht verankert. Scheiße. Was? Scheiße. Ich hab den Boden ausgeleuchtet. Oh, das ist cool. Ja, aber das sieht eigentlich so affig aus, ne? Mit den Lampen. Egal. Ich glaube, wir sollten nur den Brunnen machen, Pinsel. Weißt du, was ich schlimm finde? Was denn? Ich habe einen Zaun geklaut. Ja. Ah? Ja, aber hier wird gesmoked, Cooper. Hier ist schön angenehm. Das Wasser ist beruhigend hier.
Oh, stimmt, wir brauchen nie wieder Wasser kaufen. Ich glaube, ich gehe jetzt rein. Das habe ich Cooper vorhin auch schon gesagt. Da, komm, mein Scheißreck. Wir besorgen jetzt Dietrich. Wir müssen jetzt Leute abziehen, egal wen. Brauchen die. Aber Dietrich. Woher kommt die rote Karre? Wem gehört die? Habe ich eben ausgepackt. Auch Cooper sagen. Aus der Garage gefahren. Ich brauche meine Knarre. Wir müssen zum Taxi-Hauptquartier. Ja, ich muss mal auch wo wieder. Wo ist denn deine Knarre? Na, Taxi-Hauptquartier. Ja, die ist. Na. Bei wem? Beim Bobo in der Karre. Ja. Boah, das sieht voll cool aus dem Boden. Oh Gott. Oh. Genau, rechts rein einfach. Oder geht das so, ja? Hm? Oder gut, wir fahren. Wie lange hält denn dieser Drogeneffekt, Mann? Da steht die Pimp-Karre. Kleiner Tipp, Bobo, lass die. Sei ehrlich, immer noch geil, ne? Immer noch geile Auto, ne? Bobo, lass die nicht hier drinnen stehen. Ja? Warum? Lass die nicht drinnen stehen. Warum? Vertrau mir einfach. Ne, jetzt will ich wissen, warum. Na gut, da stand vorher mein Allergy. Mhm. Und jetzt? Ja, weg. Gut, dann fahr ich dem. Ich fahre nach Hause bei uns, neu zu Hause. Eine neue zu Hause im Parkpinsel. Wo ist denn diese Party, die ihr meintet? Keine Ahnung, aber ich schau jetzt ab. Einer muss mich zu Hause absetzen. Wo denn? Ja, Mirror Park nur. Oh Gott. Nein, der Zaun ist immer noch weg. Ja, ich hätte schwören können, ich wollte die Lampe abbauen, aber ich habe scheinbar einen Zaun abgebaut. Das passiert dem Besten. Ach, gehört, wir müssen unbedingt gucken, ob da mit dem LKW was drin ist. Dann brauchen wir erstmal. Oh. Dann brauchen wir erstmal. Ja, das bekommen wir schon hin. Dietrich, wir könnten ja auch mal kaufen. Boah, wenn hier wohnt jemand da? Wie reicht's? Also, wenn hier einer wohnt, ist der wunderschön und cool. Ich glaube, da wohnt keiner. Also, wenn jemand von euch Draht vielleicht ein bisschen noch rumfliegen hat, ich glaube, den Rest dafür krieg ich gebastelt. Ja, aber wir stellen uns auf den Schrottplatz. Oh Gott. Aber was denn? Haben wir jetzt einen LKW? Lass mal voll machen. Hast du einen Müllpark? Ja. Was ist denn hier los, Alter? Ist morgen eine Party oder so? Weiß nicht, geh ein bisschen Goofbälle sammeln oder bist du auf Meister? Oder bist du ein Rasenmähen im Müllpark? Ja, genau. Oder ein bisschen Zeitung austragen. Was Gutes tun? Ja, komm mal wieder runter, Bobo. Kick mal nicht so rein hier. Oh Gott. Wie gedacht, ne? Ich bin der beste Fahrer. Ja, seid ihr morgen unterwegs? Ja. Oh. Ja. Oh. Das war knapp. Das ist von Oma die Karre. Ich hab es morgen. Bis morgen, Vorsicht, Tür. Mach's gut. Peace. Sorry, die hat unsere Tür aufgeknackt. So, Chat, hallo? Hallo, hallo, hallo? 1, 2, 3, Test. Ja. Ich mach Schluss für heute. Wir sehen uns später wieder. Danke fürs Dabeisein, ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Danke für den Support. An diejenigen, die noch wach sind. Gute Nacht. Bis später. Tschüss. Bye-bye. Bye-bye. Dankeschön. Gute Nacht. Bye-bye. Bis nachher. Pinseln ist noch da und Cooper, glaube ich, auch. Könnt ihr da weiter gucken. Tschüss. Kuss, kuss. Später kommt er früher gehen. Oh, wow. Ausnahme. Ruhe. Oh. Kuss.